Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Roland Geuser. Ich freue mich, dass ich Sie hier heute Abend begrüßen darf im Namen des Österreichischen Integrationsfonds zu dieser Podiumsveranstaltung, die wir gemeinsam mit der Sektion 5 für kulturelle Auslandsbeziehungen mit dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres ausrichten. Womit fällt man heutzutage mehr aus dem Rahmen? Mit einer dunklen Haut oder mit einer Leidenschaft für Thomas Mann und Richard Wagner? Diese Frage stammt vom Klappentext von Das deutsche Krokodil, vom im vergangenen Jahr erschienenen Buch unseres heutigen Gasts. Der Untertitel dieses Buchs ist nahezu lapidar: Meine Geschichte. Doch wenn man, wie unser Gast, Kind einer schlesischen Mutter und eines nigerianischen Vaters ist und sich dann auch noch in den Kopf setzt, in der Königsklasse der deutschen Sprache mitzuspielen, dann ist erstens einmal ganz schnell so ziemlich jedes denkbare Klischee negiert und zweitens ist man auch ganz schnell bei den großen Fragen der eigenen Identität, des Fremdseins und des Dazugehörens, also auch bei den großen Fragen der Integration. Herzlich willkommen, Herr Mangold. Schönen guten Abend. Durch den heutigen Abend führt Theresa Vogel, Moderatorin und Musikjournalistin. Sie moderiert die Sendung Pasticcio auf Ö1 und arbeitet auch als TV-Moderatorin für den ORF. Herzlich willkommen, Frau Vogel. Der ÖIF blickt zurück auf ein ereignisreiches Jahr, vor allem auch auf eines mit vielen spannenden Podiumsveranstaltungen. Die heutige Veranstaltung ist für uns die letzte des heurigen Jahres. Sie können alle bisherigen Veranstaltungen und in wenigen Tagen auch die heutige Veranstaltung auf der Mediathek auf unserer Homepage www.integrationsfonds.at nachsehen. Wir arbeiten bereits am Programm für 2019 und hoffen, dass Sie, sehr geehrte Damen und Herren, uns auch im nächsten Jahr wieder beehren werden. Schön, dass Sie da sind. Gute Unterhaltung. Danke für diese Einführung in die heutige Veranstaltung. Ich begrüße hier bei mir am Podium Ijoma Mangold. Herr Mangold, Sie wurden 1971 in Heidelberg geboren, haben dann Literaturwissenschaft studiert, Politikwissenschaft in München und Bologna. Sie waren und sind bis heute als Journalist und Autor tätig. Stationen waren die Berliner Zeitung, die Süddeutsche Zeitung und jetzt seit 2013 sind Sie Literaturchef der Wochenzeitung Die Zeit. Wir sprechen heute über Ihr Buch, das 2017 bei Rowohlt erschienen ist. Es trägt den Titel Das deutsche Krokodil. Was ist denn ein deutsches Krokodil? Die Frage kann ich auf zwei Ebenen beantworten. Die Modelleisenbahnliebhaber unter uns werden vor allem auf den zweiten Teil der Antwort gespannt sein, ob ich die richtig wiedergebe. Es handelt sich meines Wissens um die Baureihe 194. Die nennt man das deutsche Krokodil. Als Kind war ich ein leidenschaftlicher Märklinsammler, eine Firma, die zu meinem Leidwesen vor 2 Jahren, glaube ich, Konkurs anmelden musste. Und das, was meine Bibel damals war, der Märklin-Katalog. Da kommt der Zauberberg. Genau, der frühe Zauberberg, da durfte man schauen, was es in der Welt alles gab und dann möglicherweise einzelne Sachen daraus auf den Wunschzettel schreiben, in der Hoffnung, es zu bekommen. Die teuerste Lokomotive war das sogenannte Schweizer Krokodil. Das heißt so, weil es eine lange Lokomotive ist, die mit starken Motoren für die Schweizer Alpen geeignet ist und sie ist grün, sie sieht also wie ein Krokodil aus. Ich fand es damals als Kind frech, ausgerechnet die teuerste Lokomotive auf meinen Wunschzettel zu schreiben. Da ist das Modell aber auch eben als Baureihe 194 in einer verkürzten, etwas kleineren, aber immer noch sehr eindrucksvollen Version gibt, entschied ich mich, und das nennt man das deutsche Krokodil, entschied ich mich dafür. Daher kommt der Begriff, er wird in meinem Buch oder als Titel dieses Buches natürlich ganz anders funktionalisiert oder gebraucht. Ich erzähle eigentlich im ersten Kapitel aus meiner Kindheit eine Geschichte, wo ich als Kind große Skepsis hatte, ob das wohl alles gut ausgeht mit dem anders aussehen und einen anderen Vornamen haben. Und das war eine Sorge oder eine Skepsis, die aber ganz aus mir herauswuchs, so wie Tiere einen Fluchtinstinkt haben. Den haben sie ja auch unabhängig davon, ob sie von jemandem gejagt werden. Das ist quasi anthropologisch in sie eingesenkt.
Und ich glaube, so war bei mir diese Skepsis, die hatte nichts damit zu tun, dass die Gesellschaft mir signalisierte, du gehörst hier nicht dazu. Gar nicht, im Gegenteil. Ich stellte bald fest, dass die anderen Menschen, die Freunde im Kindergarten oder der Grundschule, mein anderes Aussehen, meinen seltsamen Vornamen, der mir damals Kopfzerbrechen bereitete, in Wahrheit gar nicht wahrnahmen. Sodass ich merkte, es ist eine Sorge, die eigentlich nur in mir selber besteht. Und in dem Moment, wo ich dachte, vielleicht geht doch alles, vielleicht wird doch alles gut, vielleicht merkt keiner, dass bei uns, bei mir und meiner Mutter, was nicht stimmt, hatte ich das einzige Problem, wo ich dachte, das könnte uns jetzt noch verraten, war ein schwarzes, aus schwarzem Ebenholz geschnitztes Krokodil, das zu Hause auf dem Fenstersims stand. Das hatte irgendeine Freundin meiner Mutter, die damals, glaube ich, in der Entwicklungshilfe arbeitete, uns geschenkt. Und mir war völlig klar, na, dieses Krokodil steht für Afrika. Das heißt, wenn jetzt meine Schulfreunde aus der Grundschule nach Hause kommen und sehen das Krokodil, dann ist ihnen sofort klar, ach so, daher weht der Wind. Ja, bei Ihnen zu Hause war ja so einiges nicht so wie in anderen Haushalten. Sie hatten kein Auto, keinen Fernseher und keinen Vater. Ihr Vater stammte aus Nigeria und hat sich 22 Jahre nicht bei Ihnen gemeldet. Wir sprechen jetzt auch gleich, wir kommen gleich zur ersten Lesestelle in diesem Buch. Ich möchte das Buch kurz vorstellen, damit alle Herrinnen wissen, worum es da ungefähr geht. Ich sage Ihnen, wie der Abend abläuft. Wir machen eben zwei Stellen, werden vom Herrn Mangold persönlich gelesen. Danach werden wir über diese Stellen diskutieren und am Schluss haben Sie, meine Damen und Herren, dann auch noch Gelegenheit, Fragen an Herrn Mangold zu stellen. Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen, weil mir gerade, als Sie diesen schönen Dreiklang bei Ihnen zu Hause sagten, Sie stimmte manches nicht, nämlich, und dann hatten Sie diesen schönen Dreiklang, kein Auto, kein Fernseher und kein Vater. Und dann ging mir auf, ja, das stimmt. Und vor allem, das sind ja heute, das nicht zu haben, sind ja heute positive Werte. Das ging mir ja, so, die alleinerziehende Mutter, man wird erzogen ohne Fernseher und ein Auto sowieso nur für die Umweltsünder. Damals war man damit aber eher ausgegrenzt. Die Bundesrepublik war eine Autonation, der soziale Status war an dem Mercedes-Modell, das man vor seinem Haus geparkt hatte, abzulesen. Der Fernseher war ein Motor der Vergesellschaftung. Wer nicht die Samstagabendshow schaut, so wusste eigentlich nicht, was im Land passiert und so weiter. Da hat sich vieles geändert. Ja, das stimmt. Also keinen Fernseher zu haben gilt auch unter Intellektuellen jetzt als Statussymbol. Allerdings bei der alleinerziehenden Mutter bin ich mir nicht so sicher, ob das ein gesellschaftliches Ideal ist. Sie wird auch als ein heroisches Ideal verklärt. Ja. Es Leben mag anstrengend sein, aber man das bekommt jedenfalls mir viel soziale Anerkennung dafür. Sie meinen, das ist eine Art Umwegrentabilität? Ja. Gut, ich stelle Ihnen jetzt das Buch vor. Es ist eine Autobiografie, wenn man diesen Begriff nennen darf. Es heißt Das deutsche Krokodil, meine Geschichte. Ijoma Mangold beschreibt da aber weniger seinen beruflichen Lauf, seine berufliche Laufbahn, seinen Werdegang, sondern es geht ganz stark um seine gesellschaftliche Entwicklung. Man kann es auch als Coming-of-Age-Roman bezeichnen. Pflichten Sie mir dabei oder... Das ist ein Genre, das es nicht so unbedingt trifft. Bildungsroman. Ein Bildungsroman, schöner. Genau. Also der kleine Ijoma hat dunkle Hautfarbe und krause Locken und wächst in den 70er und 80er Jahren in Heidelberg, genau genommen in Dossenheim, auf. Und er lebt mit seiner alleinerziehenden Mutter eigentlich gar nicht so viel Ungewöhnliches, wie man vermuten könnte. Inwieweit war denn ihre Mutter für sie eine Art Schutzschild? Das war sie faktisch unbedingt, das war mir aber als Kind natürlich nicht klar. Als Kind sah ich meine Mutter mit Misstrauen, weil sie immer alles anders tat als alle anderen. Und Kinder haben ein starkes Normalitätsbedürfnis. Und mir erschienen all diese Lebensentscheidungen meiner Mutter, namentlich diese exzentrische Entscheidung, mit einem Nigerianer ein Kind zu zeugen, irgendwie zu gewagt und zu riskant. Waren immer so Abweichungsmomente. Ich weiß, meine Oma sagte gerne einen Satz, von dem ich wusste, dass meine Mutter ihn nicht billigt. Was sollen denn die anderen denken? Und ich selber fand als Kind, ja, Oma hat völlig recht. Man sollte so leben, dass sich die anderen nicht zu denken haben. Und in dieses Muster passte meine Mutter nicht hinein. Später dann, und dann, ich weiß schon, als Kind habe ich oft die Rückmeldung bekommen von Freunden meiner Mutter, die immer sagten, ah, Ijoma, du hast so eine besondere, so eine starke Mutter. Und ich habe da innerlich immer die Augen verdreht. Ich dachte, naja, ich hätte eine ganz schwache Mutter, die all das, was man eigentlich erreichen muss, Auto, Fernseher und so weiter, deswegen nicht hat, weil sie diesen sozialen Aufstieg nicht hingekriegt hat. Und erst später als Erwachsene ging mir dann auf, ach so, nee, du hast einfach eine sehr eigenwillige, eigensinnige Mutter gehabt. Und im Schreiben des Buches, und
damit bin ich dann tatsächlich bei Ihrer Frage angekommen, stellt sich fest, weil ich meine Kindheit selber wirklich als eine sehr sonnige, ohne irgendwie traumatisierende Verletzungen oder Beleidigungen abgelaufen empfunden habe. Im Rückblick und auch im Gespräch, meine Mutter ist 2010 gestorben, so ist es meistens, die Leute, die wichtigen Bezugspersonen müssen erst tot sein, damit sie anfangen, ein Buch zu schreiben. Und dann wollen sie ganz viele Fragen an die Mutter stellen, die es aber nicht mehr gibt. Also sprach ich dann mit Freunden meiner Mutter. Und da kam ich hinter viele Geschichten, wo mir klar wurde, ah ja, es gab schon auch hässliche, im Sinne des Rassismus, hässliche Erlebnisse, die habe ich als Kind aber gar nicht begriffen und meine Mutter hat sie umgedeutet. Sie hat mir andere Geschichten erzählt. Was weiß ich, der evangelische Pfarrer, der mich damals nicht in seinen Kindergarten aufnehmen wollte, das wusste ich. Ich wusste, dass es meine Mutter empört hat und gekränkt hat. Und sie erzählte mir die Geschichte aber immer, er habe zu ihr gesagt, ich bin nicht getauft, Frau Mangold, natürlich würden wir Ihren Sohn aufnehmen, aber vorher müssen Sie ihn taufen. Und das war, was meine Mutter mir erzählte, was an sich auch schon nicht so besonders nett ist, es sei denn zum höheren und ewigen Ruhm der katholischen Kirche, denn der katholische Pfarrer stellte gar keine Bedingungen, sondern nahm mich herzlich auf. Seither bin ich Rom treu ergeben. In Wahrheit war aber der protestantische Pfarrer hatte sich nicht einfach nur zu meinem ungetauften Dasein geäußert, sondern auch zu dem Status, ein uneheliches Kind und Sohn eines Afrikaners zu sein. Das erzählte Mama mir aber nie, weshalb ich schon vermutlich die Welt etwas rosiger sah, als sie tatsächlich war. Und auch das ist eine Mitgift, die mich bis auf den heutigen Tag begleitet. Und intellektuell ganz ungewöhnlich, weil die sind ja eigentlich, werden ja bezahlt für ihre Schwarzseherei. Und ich bin einer der wenigen Intellektuellen, die immer eine rosa-rote Brille tragen. Das ist ja auch eine große Qualität Ihres Buches. Es ist extrem unterhaltsam. Also Sie sind damit auch sehr erfolgreich unterwegs. Womit erklären Sie sich denn den Erfolg Ihres Buches auch in Diskussionen in einem Zusammenhang wie diesem, wo es um das gesellschaftliche Phänomen oder die Aufgabe der Integration geht? Eigentlich ist es ja gar keine Integrationsgeschichte, die Sie da beschreiben. Nee, eine Integrationsgeschichte kann es nicht sein, weil Integration qua Definition meint, Sie kommen aus einer anderen Herkunftsgesellschaft und müssen einen sozialen Akt der Anpassung, der Integration leisten, um in der Zielgesellschaft anzukommen. Und das ist natürlich bei mir nicht der Fall, es sei denn, Sie würden Identität jetzt im astreinen rassistischen Sinne als etwas Blutsmäßiges, Ethnisches definieren, dann mag ich aus einer fremden Blutskultur kommen, aber ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, ich bin ja noch nicht mal durch meinen Vater auch nur zu 50% miterzogen worden, sondern bin ja vollständig durch meine Mutter deutsch sozialisiert worden. Das heißt, in dem Sinne gab es keine Integrationsleistung zu vollbringen. Warum das Buch aber in dem Kontext vielleicht trotzdem auf so viel Interesse stößt, hat schon damit zu tun, dass es für uns eine spannende Erfahrung ist, auch zu sehen, zu unterscheiden, wie wichtig ist eigentlich das Äußere, das Aussehen, um mit bestimmten Problemen konfrontiert zu sein. Welche Lösungen, Mittel gibt es dagegen? Also meine Geschichte erzählt ja eigentlich immer von Situationen, und das merkt man als Kind unbewusst sehr früh, wenn sie anders aussehen als die Mehrheitsgesellschaft, dann werden sie anders beobachtet. Gar nicht in einem bösartigen Sinne, aber auf jeden Fall gibt es, wie in jeder Begegnung, immer erstmal irgendeine Schublade, die man öffnet. Und wenn sie halb afrikanisch aussehen, gibt es zum Beispiel die Schublade, möglicherweise spricht der nur gebrochenes Deutsch. Folglich werden sie, das ist heute nicht mehr, wo die Gesellschaft so viel heterogener geworden ist, aber noch bis in die 90er Jahre hinein bin ich öfter, keine Ahnung, beim Bäcker oder beim Metzger angesprochen worden, in so gebrochenem Deutsch, nicht aus Bösartigkeit, sondern aus dem Versuch heraus, dem Ausländer, der selber auch nur gebrochenes Deutsch spricht, das Verständnis zu erleichtern. Und das wollen sie natürlich jeder Mensch will ja irgendwie in der Gesellschaft, die der Ring ist, in dem er zu kämpfen hat, voll mitspielen und nicht in irgendeine Sonderschublade gesteckt werden. Also entwickeln sie Strategien dagegen. Strategien dagegen, dass die Leute sie so ansprechen, als könnten sie kein Deutsch. Und eine der Strategien ist natürlich, möglichst viel reden. Ich habe daraus später sogar einen Beruf gemacht. Aber möglichst viel reden, selbst auf der Straße, wenn ich nach einem Weg frage, merke ich natürlich, dass mein Gegenüber erstmal zusammenzuckt, weil es immer ein bisschen furchterregend ist, wenn ein schwarzer Mann sie anspricht. Wenn es mir jetzt aber gelingt, sehr schnell einen grammatisch vollständigen deutschen Satz zu sagen, beruhigt sich das Gegenüber unmittelbar und alles geht gut aus. Das heißt, Sprache spielte, glaube ich, gewissermaßen für meinen Sozialisierungserfolg
immer eine große Rolle, aber nicht nur Sprache, Habitus überhaupt. Da haben wir noch eine andere Anekdote, die das gut illustriert und die in dem Buch leider Gottes nämlich nicht vorkommt, deswegen haben sie jetzt einen Mehrwert. Ich gehe gerne, gerne gut essen und in guten Restaurants kann es Ihnen schon mal passieren, wenn Sie als dunkelhäutiger Mensch ins Vestibül treten, dass der Kellner Ihnen sagt, wo die Küche ist, weil er Sie für den Spüler hält. Das ist mir real nie passiert, aber ich glaube, ich hatte immer ein feines Alarmsystem, das mich davor warnte, das könnte passieren. Und um das nicht eintreten zu lassen, um dem prophylaktisch vorzubeugen, habe ich mir, glaube ich, sehr früh so einen etwas pompös repräsentativen Stil angeeignet, sodass kein Kellner auf die Idee käme, mich für den Spüler zu halten. Und es sind, glaube ich, diese Formen der Sozialtechnologie, wenn man so möchte, des sozialen Habitus, die viel über Fragen des Dazugehörens, der Integration, des Angepasstseins und so weiter erzählen, ohne dass man daraus jetzt irgendeine moralische Schlussfolgerung im Guten wie im Schlechten ziehen könnte oder müsste. Das zieht sich ja auch wie so ein thematischer Leitfaden durch Ihr Buch, diese Selbstbeobachtung der prophylaktischen Überassimilierung. Wir werden später dann auch nochmal allgemeiner über Migration und Integration und auf das Thema Assimilation versus Diversifikation zu sprechen kommen. Aber jetzt wollen wir alle eine Stelle aus Ihrem Buch hören, nehme ich mal an, ist genug allgemein gesprochen worden. Was auch interessant ist, ist, Sie werfen auch immer die These in den Raum, wie weit das Ganze nicht auch eine Milieustudie ist oder wie sehr sie im Milieu nicht noch viel mehr geprägt hat als ihre Herkunft. Sie sind in ein Elite-Gymnasium gegangen und Ihre Mutter hat auch immer darauf geschaut, dass Sie versorgt waren mit Opernkarten, Meistersinger. Literatur war immer sehr wichtig in Ihrer Familie. Sie sagen auch, Masochismus ist ein wesentlicher Teil des bürgerlichen Kunstgenusses. Wir steigen in der Buchstelle, die wir jetzt hören. Aber nicht für den heutigen Abend. Wobei Peter Sloterdijk ja an dieser Stelle letztes Mal gesagt hat, Hochkultur ist eine Art und Weise, die Menschen unter Stress zu setzen und sie zu einer Art Liebe zur Selbstüberforderung zu erziehen. Ja, da stimme ich ihm völlig zu. Ja, absolut. Das finde ich auch bei unserer Kuschelpädagogik so falsch, dass wir von diesem Prinzip der Überforderung abgekehrt sind. Aber das ist jetzt wirklich ein anderes Thema. Ja. Wir steigen jetzt ein in einer Stelle des Buches, als der kleine Ichoma gerade aus einem klassischen Konzert kommt und damals noch nicht die große Liebe für die klassische Symphonie entdeckt hat, sondern noch anhand von vier Fingern die Sätze abgezählt hat. Ja, ja, und sich oft verzählt hat. Man dachte, okay, jetzt ist der Schlusssatz. Ich wusste, diese Dinger haben immer vier Sätze. Manchmal, wenn sie von Bach sind, auch nur drei. Und dann, die Zeit vergeht ja dann so unendlich langsam, wenn sie als Siebenjähriger so in einem Händel-Konzert sitzen. Und dann dachte ich, und das ist jetzt bestimmt der Schlusssatz. Und dann war es doch erst der dritte. Und dann kam nochmal so ein Ding. Ja. Aber davon handelt die Szene, die ich vorlese, nicht. Sondern sie handelt passend zum Einladenden von fremdländischen Haaren. Und vielleicht schicken wir das noch vorweg. Das erste Kapitel, das quasi die Zeit bis zum 10. Lebensjahr abdeckt, ist, jetzt habe ich das Gefühl, als hätte ich vielleicht, ja. Ah ja. Dankeschön. Das erste Kapitel heißt Der Junge und ist tatsächlich in der dritten Person geschrieben. Davon dürfen Sie sich nicht irritieren lassen. Die meiste Zeit ist es kein Problem, so zu tun, als wäre nichts. Als sähe man nicht anders aus, als gäbe es kein fernes, fragwürdiges Land, das sich in der eigenen Physiognomie abzeichnet. Solange man das Thema Herkunft und Afrika nicht selber anspricht, solange spielt es auch keine Rolle. Es kommt nicht wie eine Heimsuchung überein. Man kann das kontrollieren, kann es im Griff haben. Niemand zwingt einen zur Identifikation. Allenfalls interessieren sich die Leute für sein krauses Haar. Dieses Haar nicht zu kommentieren, scheint Menschenkraft zu übersteigen. Wenn man die Leute so reden hört, könnte man meinen, es gäbe nichts Schöneres auf der Welt als krauses Haar. Frauen sagen zu dem Jungen häufig, während sie ihm durchs Haar fahren, solche Locken hätte ich auch gern. Was für einen künstlichen Aufwand sie betreiben müssten für etwas, was die Natur dem Jungen frei Haus liefere. Der Junge kommentiert das nicht. Er verdreht nur innerlich die Augen. Warum sollte jemand ohne Not sich Haare wünschen, die ihn von allen anderen unterscheiden?
Der Junge betrachtet die haarverrückten Frauen mit Misstrauen. Er wittert in ihren Sätzen eine Unaufrichtigkeit, die ihn irritiert, weil er nicht sehen kann, was sie motiviert oder wozu sie gut sein soll, außer nett zu ihm zu sein. Vielleicht wollen sie wirklich nur nett sein. Oder aber sie wollen nett sein, weil sie in Wahrheit finden, dass der Junge es schwer genug hat mit diesen Haaren und deshalb jeden Beistand der Welt verdient. Es ist ja offensichtlich, dass die Begeisterung für Krauses Haar in keinem Verhältnis steht zur tatsächlichen Herablassung gegenüber jenem Kontinent, in dem die Menschen solches Haar haben. Jeder will doch lieber Deutscher sein als Afrikaner. Jeder will lieber spenden als Almosen empfangen. Afrika ist der Kontinent, für den man Geld spendet, weil dort die Menschen hungern. An den Wänden von Schulen, Banken und Pfarrhäusern hängen seit einiger Zeit Plakate, die zu Spenden für die Sahelzone aufrufen, darauf Kinder mit grausem Haar und dicken, aufgeblähten Bäuchen, über die zurzeit Witze in Umlauf sind, die der Junge nicht gern hört. Nicht, weil er sie moralisch verurteilt, sondern weil er die Sorge hat, man könnte ihn mit dem Protagonisten der Witze in Verbindung bringen. Er stellt sich vor, dass der Witzeerzähler, während er noch lacht, auf ihn zeigt und herausfordernd fragt, warum lachst du eigentlich darüber? Vielleicht wollen einige Deutsche ja trotzdem unbedingt Deutsche mit krausen Haaren sein, aber deren Maskottchen möchte er nicht abgeben. Er sagt nichts von all dem. Er lässt sich über die Haare streichen, denn er weiß, dass es mehr nicht braucht. Die Haare, nicht etwa die dunklere Hautfarbe, sind für ihn so etwas wie das eindeutige Indiz für die fragwürdige Seite seiner Existenz. Aber die Leute verharren immer ganz im Äußerlichen. Sie schließen von den Haaren nicht zurück auf die tiefere Schande, obwohl das doch nahe liegt. Solange er sich brav über die Haare streichen lässt und der wahnwitzigen Behauptung erwachsener Frauen, selber solche Haare haben zu wollen, nicht widerspricht, ist diese Klippe leicht zu umschiffen. Dann ist das Thema überstanden und Afrika wieder weg. Er kehrt in die Normalität zurück und muss sich nicht länger feiern lassen für eine Exotik, die allen anderen mehr Freude bereitet als ihm selbst. Immer wenn seine Mutter von Afrika erzählt, stellt er seine Ohren auf Durchzug. Er stellt sie aber nicht allzu sichtbar auf Durchzug, sonst würde er, wenn er Pech hätte, eine Einvernehmung riskieren. Warum blockst du so ab, ist eine Frage, die seine Mutter gern mal stellt. Bei verschiedensten Gelegenheiten. Seine Mutter ist Psychotherapeutin, da muss man auf der Hut sein. Da ist alles, worüber zu reden, man keine Lust hat, ganz schnell ein Akt der Verdrängung. Das sind so Psychoanalytiker-Schlingen, in die man rasch tritt, wenn man nicht aufpasst. Aber Tatsache ist, dass die Mutter die Verdrängungsunterstellung, mit der sie sonst schnell zur Hand ist, in Bezug auf Afrika meidet. In Bezug auf Afrika ist sie von stiller, sanfter Beharrlichkeit, ihre psychoanalytischen Folterwerkzeuge jedoch packt sie nicht aus. Als hätte sie Erbarmen mit dem Jungen. Sie spricht nicht oft, aber doch regelmäßig von Afrika. Die Totalerschlaffung allerdings, mit der der Knabe das über sich ergehen lässt, wird ihrerseits nicht problematisiert. Die Mutter, die ihn sonst mit ihren Kommunikationsaufforderungen oft in Verlegenheit bringt, indem sie ihn zum Reden über sich ermuntert, erspart ihm hier alle peinlichen Selbsterklärungen. Aber es gibt Zeichen, die jeden Besucher mit der Nase auf das offenbare Geheimnis stoßen. Auf dem Fenstersims im Wohnzimmer steht ein Krokodil, das der Junge dort lieber nicht sähe, aus Ebenholz. Wie der Abgesandte jenes fernen, fragwürdigen Landes, wie ein Wappentier des Äquators, als wäre es seine Pflicht, jeden daran zu erinnern, dass dieser Haushalt eine besondere Verbindung zu Afrika pflegt. Es kann überhaupt keinen Zweifel geben, dass die Holzskulptur die Rolle eines Botschafters spielt, der darüber wacht, dass niemand die Existenz des Kontinents, der ihn entsandt hat, verdrängt oder vergisst. Der natürliche Lebensraum des Krokodils ist der afrikanische Kontinent. Wenn man sich ein Krokodil vorstellt, stellt man es sich vor afrikanischer Kulisse vor. Das Krokodil ist ein Wahrzeichen Afrikas. Aber damit nicht genug. Das Krokodil ist auch noch aus Ebenholz. Keine heimische Baumart, sondern ein Holz, aus dem man in Afrika Werkzeug und Schmuck herstellt. Und obendrein schwarz,
als hätte das Krokodil in einem Akt der Solidarität mit den Menschen seines Lebensraumes deren Hautfarbe angenommen. Statt einer weißen Marmorbüste eine schwarze Holzskulptur, damit auch noch der letzte Depp mit der Nase darauf gestoßen wird. Da kann man sich ja gleich selbst bei der Polizei anzeigen. Wenn seine Schulfreunde vorbeikommen und das Krokodil auf dem Fenstersims entdecken, fragen sie, was das sei. Ein Krokodil, sagt er dann mit Pokerface, und ist jedes Mal verwundert, dass das Krokodil gern zum Spielen benutzt wird, ohne weitere Fragen über seine Herkunft nach sich zu ziehen. Sieht nur er diese Verbindungen? Sind die anderen blind? Sind seine Sorgen übertrieben? Wie auch immer, ihm wäre es lieber, das Krokodil stünde nicht auf dem Fenstersims. So wie es ihm lieber wäre, wenn der Bildband mit den afrikanischen Masken ganz normal im Bücherregal einsortiert wäre, Rücken an Rücken mit den anderen Bildbänden, statt mit dem Cover nach vorn, sichtbar für alle. Das ist beinahe so, als würde die Mutter ein Foto seines Vaters an die Wand hängen. Naja, nicht ganz so schlimm, aber fast. Diesen theatralischen Auftritt teilt sich der Bildband mit einem Ausstellungskatalog über Sumer Assurbabylon. Auch auf seinem Umschlag ist eine Büste abgebildet, deren Gesicht von auffallend gleichmäßigen Locken gerahmt wird. Immer wieder schaut der Junge grübelnd auf den Katalog, aber so sehr er auch nachdenkt, er findet keine verlässliche Entwarnung für seine Befürchtung, dass möglicherweise auch Sumer Assurbabylon Afrika verkörpern soll. Liegt das Interesse der Mutter für Sumer Assurbabylon, was bitte ist das, auf der gleichen Ebene wie ihr Interesse für romanische Kirchen? Oder gehört es doch mehr zu jenem Bekenntnisbereich, in dem man seine Verbundenheit mit Afrika durch schwarze Krokodile bezeugt? Solange der Junge Letzteres nicht mit Sicherheit ausschließen kann, gibt er seiner Neugier für Sumer Assurbabylon besser nicht nach, sondern wendet sich lieber wieder den griechischen Sagen zu. Es könnte sonst von seiner Mutter als Gelegenheit missverstanden werden, ihn in ein Gespräch über Afrika zu verwickeln. Würden Sie die Strategie Ihrer Mutter rückblickend als erfolgreich bezeichnen? Meine Mutter sah sich völlig berechtigterweise einer Herausforderung gestellt, mir etwas von diesem abwesenden Vater und dessen Kultur mit auf den Weg zu geben. Wichtig ist vielleicht zu sagen, meine Mutter sprach immer nur in den besten Tönen über meinen Vater. Sie wollte auf keinen Fall, dass ich irgendwie das Gefühl habe, er hätte uns sitzen gelassen. Dem war auch gar nicht so. Das ist vielleicht für den weiteren Kontext wichtig. Mein Vater ist in den späten 60er Jahren nach Heidelberg gekommen, um dort Medizin zu studieren. Und es war für ihn immer völlig klar, dass er nach dem Studium, nach seinem dritten Staatsexamen, auch wieder nach Nigeria zurückgehen würde, um für seine Leute da zu sein und denen was zurückzugeben. Und das wusste mein Vater und das wusste meine Mutter. Das heißt, sie haben beide mich in dem vielleicht ungewöhnlichen Experiment gezeugt, zu wissen, ja, also es war absichtsvoll, es war ihnen beiden klar, sie werden nicht als gemeinsame Eltern mich aufziehen. Deswegen gab es auch kein böses Blut. Deswegen konnte meine Mutter immer schwärmen von meinem Vater. Ich fand das aber absurd. Ich hatte nichts gegen meinen Vater, ich hatte auch nichts für ihn, ich kannte ihn ja gar nicht. Das Einzige, was ich so ein bisschen schräg fand, dass mir meine Mutter jetzt zumuten wollte, dass ich mir Geschichten über einen Menschen anhöre, den ich nicht kenne. Also das fand ich, ging dann doch ein bisschen zu weit. Im Nachhinein ist mir natürlich klar, dass meine Mutter diese fehlende Position in diesem Familientrio durch ihre Erzählungen über meinen Vater mit Anschauung oder Leben füllen wollte. Und das habe ich aber abgewehrt. Ich fand, mein Vater quasi war immer diese... Mein Vater, so sah ich es damals, oder denken wäre zu viel gesagt, aber so im Gefühl, war ja ein bisschen dafür verantwortlich, dass ich fand, es ist alles ein bisschen schwieriger für mich, weil ich nicht so bin wie die anderen. Und warum soll ich denn über den Menschen, der mir das eingebrockt hat, jetzt auch noch mir tolle Geschichten anhören? Das ging mir so ein bisschen zu weit.
Im Nachhinein deswegen bewundere ich meine Mutter, wie unverdrossen sie trotzdem quasi im Namen des abwesenden Vaters für ihn sein Land und seine Kultur immer gesprochen hat. Und es ging weit so. Und die Ablehnung ging auch weit. Nie explizit, weil das wäre mir dann als Kind auch zu peinlich gewesen. Aber natürlich, unter dem Weihnachtsbaum lagen, keine Ahnung, als ich 9 war, afrikanische Märchen. Und ich wusste sofort, Kinder wissen ja, durchschauen ja jede Intention sofort. Ich wusste sofort, wieder einer dieser pädagogischen Versuche meiner Mutter, mir Afrika näher zu bringen. Es war vollkommen klar, ich würde dieses Buch nicht anrühren. Ich würde jetzt auch keinen Aufstand machen und sie nicht zur Rede stellen. Macht man auch nicht als 9-Jähriger. Aber es war klar, ich würde nichts. Ich liebte griechische Mythologien, deswegen wäre es naheliegend gewesen, sich auch für afrikanische Märchen zu interessieren. Nein, das wurde zur Seite geschoben. Es geht sogar so weit, wenn ich ein bisschen plaudernd erweitern darf, das muss sehr früh begonnen haben. Meine Mutter hat eine sehr gute Freundin, Yvonne, die African-American ist und die uns oft besuchen kam, alle 3 Jahre, aus Norfolk, Virginia. Und Yvonne, die noch lebt, mit der sprach ich, als ich das Buch schrieb, nochmal darüber, die erinnerte sich, als ich 3 Jahre alt war und sie kam. Und gerade, sie war vorher in Ghana, sie arbeitete für die Kirche und war immer viel unterwegs und sie war vorher in Ghana und hatte da eine schwarze Puppe gekauft, als Gastgeschenk für mich, als Geschenk für mich. Und ich konnte mich daran gar nicht erinnern, aber sie sagt, das war ein exemplarischer Moment. Sie drückt mir diese Puppe in die Hand, ich schaue die an und werfe sie in großem Schwung aus dem Fenster. Offensichtlich sah ich selbst in dieser Puppe den Versuch, mich mit etwas zu identifizieren, mit dem ich nichts anfangen konnte oder wollte. Ähnlich zieht sich ja auch diese Skepsis bis fast ablehnende Haltung der Psychoanalyse gegenüber durch das Buch. Wobei das Paradoxe daran ist, dass sie sich ja eigentlich permanent selbst analysieren. Also sie drücken die Skepsis Freud und seiner Nachfahren gegenüber aus, aber nehmen auch immer eine Außenperspektive ein und liefern gleich auch mal die Interpretation zu dem Geschriebenen. Und ich liefere sogar auch noch mein eigenes Scheitern mit. Also ich finde Selbstbeobachtung immer dort so spannend, wo man es irgendwie in den Blick bringt, wie stark die blinden Flecken sind. Und wir sind ja alle sehr gut in der Beobachtung von anderen Menschen. In der Selbstbeobachtung, das ist eine viel schwierigere Herausforderung. Und auch das deutsche Krokodil erzählt so ein bisschen die Geschichte eines blinden Flecks über etwas Verdrängtes. Und das ist so ein bisschen der Clou. Als Sohn einer Psychotherapeutin, die Szene deutet es schon an, sind sie natürlich immer zu mit diesen allzu eingefahrenen psychoanalytischen Welt- und Selbsterklärungen konfrontiert. Und denen müssen sie sich auch entziehen. Es ist aber sehr schwer, als Sohn einer Psychoanalytikerin sich dem zu entziehen, weil Freud dafür auch gleich die Antwort hat. Abwehr des Übervaters gewissermaßen. Also man bestätigt durch die Ablehnung bestätigt man die Freudsche Theorie. Das werfe ich ihr auch immer vor. Sie hat diese Immunisierungsstrategie. Wer sie leugnet, ist nur ein ganz besonders schwerer Fall von Verdrängung. Und nun stellt dich aber in der Geschichte, das will ich Ihnen jetzt nicht erzählen, weil sonst wäre es auch so ein bisschen ein Spoiler, verdränge ich selber in meinem Leben, was ich erst im Schreiben entdeckt hatte, auch immer einen Punkt. Sodass am Ende, und das finde ich aus sportlicher Sicht gesehen sehr fair, am Ende triumphiert dann sogar Freud. Sie beschreiben die Aneinanderreihung von Erinnerungen oder die selbst tradierten Erinnerungsbilder, die man ja immer wieder sich und anderen erzählt, als Kernrepertoire unseres Ichs und meinen, dass das sehr schnell in so eine Art autobiografische Folklore ausarten kann. Und jetzt eine leicht polemische Frage, glauben Sie, dass jetzt jemand, der sehr deutsch aussieht, mehr Möglichkeiten hat, diese Folklore zu gestalten, als jemand mit einem nicht deutschen Phänotyp wie Sie? Ist jemand wie Sie determinierter für die eigene Folklore, festgelegter in der deutschen Gesellschaft? Also erstmal würde ich sagen, wer ganz biodeutsch aussieht, hat es viel schwieriger, für seine Folklore ein Publikum zu finden, weil die Geschichte ein bisschen langweiliger ist. Insofern bin ich heutzutage dankbar für alle Entscheidungen meiner Mutter, meines Vaters. Wir leben ja gesellschaftlich in einer starken Transformationsphase. Wenn wir die 70er Jahre anschauen, da würde ich gerne mit dem in letzter Zeit berühmt gewordenen Soziologen Andreas Reckwitz argumentieren. Früher war die bürgerliche Gesellschaft eine Normengesellschaft. Das hatte auch was mit Arbeitsprozessen zu tun. Die Gesellschaft funktionierte dann oder die Form von Arbeitsqualifikationen, die abgefragt waren solche von verlässlich zu reproduzierenden Handgriffen. Das heißt, je angepasster und uniformierter sie waren, desto besser war das für den Produktionsprozess. Diese Ökonomie ist eine Ökonomie von gestern. Heute haben wir eine Ökonomie, wo sie dann erfolgreich sind, wenn sie in besonders eigenständiger Weise
individuell intellektuelle Leistung vollbringen. Damit ändert sich aber auch das Normbild, das von ihnen als Individuum erwartet wird. Sie sollen heute nicht mehr angepasst sein. Wenn es heute einen Anpassungsdruck gibt, dann einen Anpassungsdruck darauf, nicht angepasst zu sein. Soziologische Individualität wird prämiert. Meine eigene Biografie überbrückt genau diesen Epochenbruch, wenn man so möchte. Die 70er Jahre war ganz bestimmt die konforme Gesellschaft noch ein Leitbild. Und heute leben wir natürlich in der komplett individualisierten Gesellschaft, wo die Abweichung, das Irreguläre immer prämiert wird. Kurzum, meine Identität war, wenn ich das jetzt überspitze, in den 70er Jahren als Irreguläre ein Problem und ist heute als Irreguläre ein Vorteil. Heute reißt sich jeder darum, ungewöhnliche Biografien zu haben. Wenn Sie heute einfach zwei biodeutsche Eltern haben, kommen Sie sich, glaube ich, schon automatisch sehr langweilig vor und müssen dann an anderer Stelle für Abweichung und Extravaganz sorgen. Apropos Extravaganz, Ihre Mutter hatte ja immer diese leise Warnung vor sich hergetragen, Sie sollten nicht Harry Belafonte werden oder wie ein Basketballspieler. Also diese Klischees der schwarzen Bevölkerung in den Sport und ins Entertainment zu gehen, diese Angst vor Sport und Showbusiness. Sie haben das aber dann, wie soll ich sagen, auch erfüllt. Sie waren Leichtathlet und in der Theater AG. Das waren auch so persönliche Initiationserlebnisse auf der Bühne, wie Sie in diesem Buch schreiben. Da habe ich noch ein Zitat von Sloterdijk ganz passend gefunden. Er sagt nämlich, Philosophie übersetzt den Athletismus der alten Griechen in den Bereich des Logos, des Worts. Also die Dichterwettbewerbe oder überhaupt der intellektuelle Ansporn, die intellektuelle Auseinandersetzung, ist so gesehen eigentlich sowas wie eine neue Leistungsklasse, die Sie ja auch mit Bravour bespielen oder die Sie auch sehr, sehr gut erfüllen. Kann das sein, dass das auf diese Weise verschoben wurde, dieser Leistungsanspruch gesellschaftlich zu bestehen? Man darf für ein Sloterdijk-Zitat auch mal ein paar Minuten brauchen, um es vollständig zu würdigen und zu verstehen. Ich fange nochmal lieber beim Konkreten an, mit dem Sie auch eingestiegen sind. Für meine Mutter gab es, meine Mutter hat selber 2 Jahre in den USA gelebt, deswegen das ganze Civil Rights Movement war für sie eine wichtige lebensgeschichtliche Erfahrung. Und meine Mutter mochte es nie, wenn Menschen zu schnell in irgendwelche Schubladen gedrängt wurden. Und nun sah sie, dass in den USA viele Black Americans, sagte man damals, glaube ich, noch, oder Colored, sagte man, glaube ich, damals, Erfolge hatten im Bereich von Sport und Showbusiness. Und das war irgendwie auch zu begrüßen, aber für meine Mutter schien immer, die dürfen nicht in diese Ecke gedrängt werden. Die müssen auch andere bürgerliche Berufe ergreifen. Dem bin ich gerecht geworden und nicht gerecht geworden, wenn man so möchte. Die Theater AG war ja weniger American Showbusiness als alteuropäisches Bildungsbürgertum. Mit der Leichtathletik liegt das schon so ein bisschen anders. Heute würde ich sagen, ich habe Ihre Warnung erfüllt und nicht erfüllt zur gleichen Zeit. Also natürlich bin ich so ein bisschen als Labertasche, als Show-Rampensau bediene ich auch das Show-Element, aber gleichzeitig ist es der Intellektuelle, der Bücher schreibt, der eine ehrwürdig alteuropäische Rolle. Insofern dürfte meine Mutter ganz einverstanden sein. Sie beschreiben auch in dem Buch, dass vieles gar keine Frage der Rasse, sagen Sie sogar, sondern eigentlich eine Frage des Milieus ist. Zum Beispiel ab einem gewissen sozialen Status hat man nur mehr argentinische Cousinen. Ja. Also sind Sie der Meinung, dass höherer sozialer Status dem Fremdsein einen höheren Glamour-Faktor verleiht? Das wäre mir jetzt noch zu abwertend formuliert, aber ich würde einfach sagen, bestimmte Probleme, erstmal lassen sich natürlich alle Probleme durch Geld abfedern, aber so meine ich es gar nicht, sondern wir haben im Moment, im letzten Jahr wird auch wieder mehr darüber diskutiert, im ganzen Kontext Identitätspolitik hat die uns blind gemacht für Klassenfragen, würde ich immer schon sagen, ja, und ich finde auch die Korrespondenz zwischen diesen verschiedenen soziologischen Perspektiven wichtig und spannend. Und das Buch erzählt schon auch die Erfahrung, dass die ethnische Identität ein viel weniger entscheidendes Kriterium ist für ihren gesellschaftlichen Erfolg als die soziale. Also ganz simpel gesagt,
Keine Universität verschließt sich ihnen, nur weil sie eine dunkle Hautfarbe haben. Aber die Schwelle zu einer Universität ist gewiss sehr groß, wenn ihre Familie seit 5 Generationen nur eine Handwerkertradition hat. Da liegt die eigentliche Immobilität unserer Gesellschaft. Und über diese soziale Stigmatisierung, wenn wir jetzt auch ein zu starkes Wort, aber diese soziale Pfadabhängigkeit nachzudenken, das scheint mir viel entscheidender. Die exotische Hautfarbe ist ganz sicher kein Bildungshindernis, sondern allenfalls dort, wo sie dann mit irgendeinem Mangel an Sprachkompetenz oder Vertrautheit mit Bildungseinrichtungen verknüpft daherkommt. Weshalb ich schon in dem Buch gerne unseren klassensoziologischen Blick ein wenig mehr schärfen möchte. Und das mache ich dann aber doch auch immer aus der Einzelerfahrung. Ich bin in Heidelberg aufgewachsen. Das ist natürlich immer schon eine sehr aufgeschlossene, kosmopolitische Stadt gewesen durch ihre Universität. Sehr akademisches Milieu. Und ich weiß, ich hatte der Vater eines guten Freundes, der so ein alter reaktionärer Knochen war, und ich mochte den wahnsinnig gern und der mochte mich auch und der liebte es aber immer, mich herauszufordern. Und der sagte, der machte sich gerne lustig darüber, dass ich so sonnig in die Welt schaute. Und dann sagte der gerne, er war Kieferorthopäd und hatte eine Praxis in Ludwigshafen, wo die BASF sitzt, richtig klassisches Arbeitermilieu. Er sagte, komm du mir mal nach Ludwigshafen, da vergeht dir aber das Lachen. Und ich fand es damals lustig, aber erst nach und dann ging mir auf, dass er natürlich schon recht hat. Bestimmte Probleme sind in bestimmten Milieus viel schwieriger. Und zum Beispiel der Begriff Ausländer, wenn ich das zuletzt noch sagen darf. Früher gab es ja noch Ausländer. Wir haben das jetzt aus dem Diskurs als Begriff rausgenommen. Der hatte aber auch sowas Ehrliches in seiner selbstkompromittierenden Weise. Und als Kind, ich sagte schon, man will dazugehören, hatte ich natürlich immer die Sorge, dass man mich als Ausländer behandeln könnte. Und eine Zeit lang war ich zum Beispiel verblüfft, dass türkische und auch griechische Gemüse, erst waren es die Griechen, dann die Türken, Gemüsehändler zu mir immer als Kind so wahnsinnig nett waren. Und ich habe immer früher gedacht, das sei irgendwie deren nationales Naturell, einfach netter zu sein als die Deutschen, was es auch ist. Aber in Wahrheit, glaube ich, war es Solidarität unter Ausländern. Die sahen quasi in mir einen der ihren unter dem Sinn Stichpunkt Ausländer. Ich erfüllte aber die Haupteigenschaft, und das wurde mir erst im Schreiben klar, die Haupteigenschaft eines Ausländers erfüllte ich nicht. Die lautet nämlich, dass man über sie ein Urteil fällt, ohne sie individuell zu kennen, aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit. Und in dem Sinne konnte ich in den 70er oder 80er Jahren in Heidelberg als halb Nigerianer, halb Deutscher kein Ausländer sein, weil es mich nur einmal gab. Ich war eine Singularität. Es konnte keiner sagen, ach ja, diese Afrodeutschen, die klauen immer die Fahrräder am Hauptbahnhof oder so, weil es mich nur einmal gab. Und in dem Sinne passte die Ausländerschublade nicht. Sie haben ja auch immer alles unternommen, um genau diese Schublade auf keinen Fall überhaupt erstmal in Ihre Richtung aufzumachen. Also in der Einführung wurde ja schon erzählt, dass Sie ein Riesenfan von Thomas Mann, von Richard Wagner, von diesem urdeutschen Kunst- und Kulturtum sind. Haben Sie Trum gesagt? Nein, Tum. Ach, Tum. Wir sind zwar in Wien, aber in dem Zusammenhang würde ich das Wort trotzdem nicht verwenden. Wie erklären Sie sich denn Ihre Faszination zum Beispiel genau für die Meistersinger mit 15? Das ist ja für jemanden in dem Alter relativ ungewöhnlich. Warum wir werden, der wir sind, ist wahnsinnig schwer zu sagen. Ich habe ein persönliches Anliegen. Ich möchte meine Leidenschaft für bestimmte Künste ernst genommen wissen, in dem Sinne, es ist primär tatsächlich, aus irgendeinem heiligen Grund mag ich einfach Richard Wagner. Dass meine Leidenschaft für Wagner dann auch eine Funktionalisierung oder Instrumentalisierung in meiner Biografie spielte, unbewusst, aber doch, das soll damit nicht in Abrede gestellt sein. Ich würde schon sagen, dass ich in den 80er Jahren, als ich 14, 15 war, begann diese Leidenschaft, da war ich in der Pubertät. Das Wichtigste in der Pubertät ist, dass sie ihre Erziehungsberechtigten schockieren. Damals hatten wir Erziehungsberechtigte, die sich durch die Bank für Nonkonformisten hielten. Es ist wie im Leben des Brian, wenn alle schreien, wir sind alle Individualisten. Und Brian antwortet, ich nicht, als Einziger.
wenn ihre Lehrer und ihre Erziehungsberechtigten sich alle für Nonkonformisten halten, ist ihre einzige Chance als Pubertierender davon abzuweichen, indem sie ein Loblied auf den Konformismus singen. Dann sind sie plötzlich eine eigene Stimme. Wenn ihre gesamten Erziehungsberechtigten der Meinung sind, dass die gesamte deutsche Kulturtradition von Luther über Wagner, Nietzsche auf Hitler zusteuert, dann ist die leichteste Art, wie sie sicherstellen können, dass ihr Geschichtslehrer Schaum vor den Mund kriegt, wenn sie ihm wissen lassen, dass sie gerade Ernst Jüngers Stahlgewitter gelesen haben. So, das sind natürlich alle so pubertäre Trotzreaktionen, aber ich denke manchmal, mein ganzes Selbst ist zu 90% pubertäre Trotzreaktion. Vielleicht geht es anderen ja auch so. mit Richard Wagner war es nun, das habe ich natürlich, aber das will ich nochmal sagen, deswegen, ich habe nicht Wagner gewählt, weil ich wusste, das kann ich damit machen, aber ich stellte natürlich irgendwann fest, wenn Richard Wagner, Gott sei bei uns, der linksliberalen Bundesrepublik ist, dann habe ich natürlich mit meiner Biografie eine einzigartige Chance, ihn zu feiern, wie man heute sagt, weil man mir natürlich nicht vorwerfen konnte, ich sei ein Revisionist oder ein Ewiggestriger, denn schließlich kann dieser Afrodeutsche schlecht ein Nazi sein. Das heißt, ich hatte die Chance, das, was die Deutschen in den 80er Jahren auf keinen Fall mehr sein wollten, nämlich deutsch, wir orientierten uns, Toskana, Stichwort Toskana-Fraktion, am Lifestyle Italiens und so weiter, konnte ich um diese Ecke gewissermaßen das Deutsche rehabilitieren, ohne in den Ruch des Nazihaften zu geraten. Wir springen jetzt in Ihrer Biografie ein ganz schön großes Stück nach vorne, um zur zweiten Lesestelle zu kommen. Sie erzählen in diesen 100, 150 Seiten, die da dazwischen liegen, über die Begegnung mit Ihrem Vater. Ich finde es jetzt fast vermessen, dass ich das jetzt erzähle. Bitte erzählen Sie in einer kurzen Zusammenfassung, wie das war, als Sie mit 22 den ersten Brief Ihres Vaters bekommen haben. Und das hat ja einen ziemlich langen Schwung von alternativen Lebensentwürfen, die Ihnen auch direkt von Ihrem Vater angeboten wurden. Ich sage nur Stichwort, Sie konnten ein Krankenhaus erben und waren auf einmal der Sohn eines Chiefs, eines bedeutenden Machthabers in einem nigerianischen Dorf. Bitte fassen Sie das noch für uns kurz zusammen, bevor wir auf die Stelle, die nämlich nach der Begegnung und nach Ihrer Reise nach Nigeria mit Ihrem Vater dann einsetzt. Ja, das Wiederauftauchen meines Vaters treibt den Plot des deutschen Krokodils erheblich voran, aber das lässt sich jetzt gar nicht lang, kann ich nicht knapp zusammenfassen, ist aber natürlich eine gute Dramaturgie, weil zu einem Zeitpunkt, wo ich mit meinem Leben völlig ausgesöhnt war, ich war Student in München, 22 Jahre alt, über meinen Vater habe ich mir wirklich gar nicht den Kopf zerbrochen. Allenfalls haben Freunde manchmal gefragt, würde dich das nicht reizen, den mal kennenzulernen? Habe ich immer gesagt, nee, wenn man seinen Vater nicht kennt, dann vermisst man den auch nicht. Und dass man irgendwie zu so einer Vatersuche aufbricht, psychologisches Klischee. Und das holte mich dann aber doch ein, weil ich eines Tages, ich kam aus einem Griechenland-Urlaub zurück, einen Brief im Briefkasten vorfand, da stand Godwin Hospital drauf. Und ich hatte in meinem ganzen Leben noch nichts vom Godwin Hospital gehört, aber ich wusste in derselben Sekunde, bevor ich den Brief geöffnet hatte, Scheiße, Post von deinem Vater. Und es war auch der prophetischste Moment in meinem Leben, denn auch wiederum, bevor ich den Brief geöffnet hatte, noch während ich schwer seufzend zu meiner Wohnung im ersten Stock hochschritt, war mir vollkommen klar, was in diesem Brief stehen wird und was sich daraus alles an Komplikationen ergeben würde. Mir war klar, wenn dein eigener Vater sich nach 22 Jahren bei dir meldet, dann wird er dir natürlich ganz viel Liebe und Engagement und Zärtlichkeit und ich weiß nicht was entgegenbringen. Ich war aber auch klug genug, um zu wissen, dass es mit der Liebe ja immer kompliziert ist, weil sie ja so eine Symmetrieerwartung hat. Man soll ja auch immer auf gleicher Ebene, auf gleicher Höhe, auf gleichem Niveau zurückgeliebt werden. Und ich ahnte sofort, dass mein Vater vermutlich mehr von mir will, als ich zu dem Zeitpunkt zu geben bereit war. Und wenn ich die Geschichte kurz und knapp zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, ja genau darin bestand, ich würde nicht sagen, das Verfehlen, aber die Erwartung meines Vaters habe ich alle verfehlt oder denen bin ich bewusst ausgewichen. Mein Vater, und damit sind wir jetzt wirklich richtig beim Dialog der Kulturen des österreichischen Integrationsfonds, weil das ist nun wirklich ein klassisches Thema der bikulturellen Kommunikation. Es sind schon zwei vollkommen verschiedene Welten und es sagt sich so leicht, aber wenn Sie es real erleben, sind Sie völlig überrascht, wie schwer vieles zu handhaben ist. Im Wesentlichen für meinen Vater war mein Vater schrieb diesen Brief damals in der sicheren Erwartung,
dass Nigeria nur winken müsste und ich würde mit wehenden Fahnen ins nigerianische Lager überlaufen, weil die nigerianische Gesellschaft in Blutkategorien denkt, dynastisch denkt. Für meinen Vater, und es zählt da immer nur das väterliche Blut, für meinen Vater und auch meine Geschwister, ich habe vier Schwestern, Halbschwestern, war vollkommen klar, dass ich ein Nigerianer bin wegen des Blutes meines Vaters. Die Vorstellung, dass jemand, der 22 Jahre komplett in Deutschland sozialisiert wurde, möglicherweise Nigeria nicht als seine natürliche Heimat empfinden könnte, taucht als Überlegung nicht auf. Und das ist schon erstaunlich. Es tauchte auch nicht auf als Überlegung, dass mich, also auch die Psychologisierung dieser Verhältnisse gehört nicht zur nigerianischen Nationalkultur. Und ich will mich da gar nicht drüber lustig machen, ich versuche es nur zusammenzufassen. Die haben ganz andere emotionale Stärken, die dann auch sehr zu schätzen sind. Aber zum Beispiel hat mein Vater nie, auch nur einmal, an mich die Frage gerichtet, wie es mir in den 22 Jahren seiner Abwesenheit ergangen sei. Nicht aus Kaltherzigkeit, das war er nicht, sondern weil das gar nicht so eine Rolle spielte. Ich habe für mich dann irgendwann so das Bild gefunden, ich glaube, der hatte so das Gefühl, wie man in besseren Kreisen sein Kind in ein Internat gibt. Und dann ist er irgendwann aus dem Gröbsten raus. Sehr schön, dann kann er in die Ämter und Rollen eintreten, die man für ihn vorgesehen hat. Und das bikulturell Fremde verschärft sich noch durch einen weiteren Umstand. Meine älteste Halbschwester Ikuna hat zu dem Zeitpunkt, als ich den Brief bekam, bereits in Heidelberg selber Medizin studiert. Das heißt, ich lernte zuerst meine Schwester, die mich dann in München besuchte, kennen. Und die erzählte ein bisschen die Geschichte meiner nigerianischen Familie, der Esebuikes. Da spielt eine genetische Krankheit, Sichelzellenanämie, Sickle Cell Disease, eine Rolle. Mein Vater und seine Frau Joyce hatten zwei Söhne an diese Krankheit verloren, was ein harter Schicksalsschlag war. Mein Vater hat mir den Brief geschrieben, genau 10 Monate, nachdem sein zweiter Sohn gestorben war und er nur noch 4 Töchter hatte. Natürlich saß er nicht da und sagte sich, Mist, jetzt habe ich gar keinen männlichen Thronfolger. Ach doch, in Deutschland, ja, sehr gut, an dem schreibe ich gleich. Nein, wie gesagt, das ist alles nicht hart, kaltherzig oder so, aber es hat eine Logik, die unausweichlich war. Mein Vater meldet sich in dem Moment bei mir, wo er eigentlich keinen Sohn mehr hat. Und all das, was er mir anträgt, hat immerzu mit dieser Sohnesrolle zu tun. Und das ging dann über Jahre so. Was weiß ich, erst, ich fand es schon absurd, als er mir Anteile an seinem Krankenhaus überschrieb. Dann sollte ich das ganze Krankenhaus erben. Ich war Literaturwissenschaft, damals schon Literaturredakteur bei der Süddeutschen Zeitung, während meine Schwester gerade ihr 3. Staatsexamen in Medizin machte. Aber die kam als Erbe nicht in Frage, weil der Sohn sollte es übernehmen. Ich sagte zu meinem Vater, das ist doch völlig absurd. Was soll ich denn mit dem Krankenhaus? Er sagte, ja, darum geht es nicht. Du musst auch nicht immer in Nigeria sein. Da hat er sich damit abgefunden, dass ich nicht dauerhaft leben würde. Es reicht, wenn du einmal im Jahr vorbeischaust und nach dem Rechten schaust. So, und da prallten einfach immer zwei Welten aufeinander. Und ich war am Anfang, musste ich immer diese hohe Erwartungshaltung meiner gesamten hinreißenden nigerianischen Familie immer unterlaufen, weil ich wusste, das wird nicht das Leben sein, das ich will, das sie sich für mich vorgestellt haben. Jetzt ist auch mein Vater gestorben. Meine älteste Schwester, interessanterweise, das hat dann mein Vater davon, lebt nicht in Nigeria, ist nicht nach Nigeria zurückgegangen, sondern arbeitet als Ärztin in England. Und wenn ich das für mich eine ganz hübsche Pointe kurz noch erzählen darf. Ich liebe meine Schwestern, sind alle sehr unterschiedlich, alle sehr reizend. Und manchmal waren sie aber auch sehr ein bisschen wirsch mit mir, weil sie immer fanden, muss sich unser Bruder so derartig als Deutscher stilisieren, wo er doch in Wahrheit Nigerianer ist. Jetzt hat meine Schwester Ikuna in England, vor 15 Jahren natürlich schon, einen Nigerianer geheiratet, hat mit dem 2 Kinder, meine Nichte, mein Neffe Sarah und Ezra, 9 und 11 Jahre alt. Sarah und Ezra sind 100% vom Blut her Nigerianer. Ich bin es nur 50%. Sie werden 100% von 2 Nigerianern erzogen. Ich wurde von gar keinem Nigerianer erzogen. Und meine Schwester Ikuna muss jetzt leider feststellen, dass ihre 2 Kinder zu 100% Briten sind. Und seit ihr das klar ist, ist sie auch mit mir viel duldsamer geworden.
Wir könnten jetzt noch lange darüber diskutieren, was ist typisch deutsch, was ist typisch nigerianisch. Sie handeln das auch in Ihrem Buch abschnittsweise ab. Aber das schönste Bild, das auch jetzt auch gut zu diesem Abschnitt passt, war für mich, dass Sie schreiben, Nigeria wird in Form eines Epos abgehandelt oder hat eine epische Gesellschaftsstruktur, Gedankenstruktur und dagegen ist Deutschland ein psychologischer Roman. Das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Ja, das war für mich auch eine Herausforderung, weil ich natürlich durch meine Mutter immer sehr stark an diesem psychologischen Roman, also man muss immer über alles reden und alles sich selbst beobachten und so weiter, gewöhnt war, trat mir jetzt die epische Kultur, die, bei der es nicht darum geht, was man gerade so individuell empfindet, sondern dass man die vorgesehenen Rollen, die Haupt- und Staatsaktionen, Geburt, Hochzeit, Beerdigungen und so weiter, dass man die erfüllt, dass man die dynastischen Linien, die Genealogie ist das zentrale Prinzip in Nigeria. Und ich war von meiner Mutter immer diesen, ja, insofern auch hier wieder natürlich eine freudianische Auseinandersetzung. Ich lande dann ausgerechnet also in einer extrem unfreudianischen Gesellschaft, für die nichts indiskreter ist, als über eigene Seelenabgründe zu reden oder nachzudenken. Wenn ich meine Schwester zum Beispiel frage, ob sie sich verletzt fühlt, dass sie das Krankenhaus nicht geerbt hat, dann kann sie darauf nicht antworten. Also sie antwortet dann, sie sagt dann den Satz, dazu möchte ich nichts sagen. Und zwar, sie sagt den mechanisch, sodass vollkommen klar ist, irgendwas wird sie sich schon denken, aber es wird nie über ihre Lippen kommen. Dann sage ich, Ikuna, füll es mal ein bisschen mehr mit Leben. Es steht mir nicht an, dazu etwas zu sagen. So ungefähr, ich übertreibe jetzt so. Aber so, man redet und stellt oder problematisiert solche Fragen der Enttäuschung, der psychologischen Enttäuschung, der seelischen Enttäuschung nicht. Als meine jüngste Schwester Ijure mich vor 3 oder 4 Jahren in Berlin besuchte, kamen oft Freunde vorbei und stellten ihr immer Fragen, weil sie natürlich was von ihr mitbekommen wollten. Und sie hat immer sehr knapp geantwortet. Und irgendwann war ich so ein bisschen genervt und sagte, Ijure, die kommen wegen dir, die wollen was von dir hören. Und da schaute sie mich an, als sei ich wirklich ein ganz grober Geselle und meinte, aber es ist doch völlig indiskret, wenn ich jetzt immer von mir rede. So, das ist diese psychologische Selbstdarstellungskultur, kann man es ja auch nennen, ist nicht nigerianisch. Ja, um noch das kurz zusammenzufassen, Sie hätten auch immer verheiratet werden sollen in Nigeria und dann auch von Ihrer Schwester in Berlin mit Ihren nigerianischen Freundinnen. Sie haben auch die Hand der Klopapierfabrikantin dankend abgelehnt. Sie wollten das Krankenhaus nicht. Sie hätten eigentlich eine komplett neue, zweite Existenz, und zwar nicht nur aufbauen, sondern einfach nur übernehmen müssen. Sind Sie rückblickend, bereuen Sie das rückblickend, dass Sie da nicht einmal den kleinen Finger so in die Richtung gestreckt ja, haben? Ja, ein bisschen schon, aber dazu muss ich dann zu meiner Verteidigung sagen, ich war damals, keine Ahnung, zwischen 23 und 33. Da hatte dann mein Vater aufgegeben. Noch vor seinem Tod hatte er aufgegeben, in dem Sinne, Pläne mit mir zu haben. Und damals war ich davon überfordert. Ich würde auch sagen, damals in den späten 90er Jahren war das auch noch nicht so selbstverständlich, dass man quasi kulturell auf 2 Hochzeiten tanzt. Es gab für mich in dem Sinne keine Role Models. Es war dann auch noch mal ein bisschen was anderes, wenn sich ihre Familie aus Nigeria meldet, als wenn sich ihre Familie aus Toledo meldet. Es ist doch eine andere Entfernung, und zwar in vielerlei Hinsicht eine andere Entfernung. Auch sicherheitspolitisch übrigens, das möchte ich, meine Scheu nach Nigeria zurückzukehren, hat auch immer ein bisschen was mit der Angst zu tun, in einem so hochkriminellen Land mich zu bewegen. Aber auch einfach der kulturelle Sprung ist sehr, sehr groß. Und ich würde sagen, damals habe ich es mir nicht zugetraut, habe ich es mir auch einfach nicht zugetraut. Ich dachte mal, ich brauche alle Kraft, um dieses eine Leben irgendwie aufs Gleis zu kriegen. Jetzt habe ich nicht Kraft, dann noch ein zweites Leben daneben zu führen. Heute denke ich manchmal, das wäre schon schön. Zumal vieles von dieser leicht pompösen nigerianischen Repräsentationskultur aber witzigerweise eigentlich meinem eigenen Wesen entspricht. Insofern habe ich etwas abgelehnt, womit ich heute oft liebäugle, und ich würde sogar im Nachhinein jetzt meinem Vater und seinem genealogischen Denken sehr viel mehr Recht geben als früher. Man erbt doch mehr von seinen abwesenden Vätern, als wir glauben. Also man erbt nicht nur ihr Aussehen, das ist sehr logisch, sondern man erbt auch, die Verhaltenspsychologen nennen das, glaube ich, Epigenetik, man erbt auch Dinge, von denen wir glauben, sie werden durch Sozialisierung angewöhnt. Also
meine Geschwister sagen immer, du siehst ganz aus wie dein Vater. Ja, logisch, ja. Du sprichst wie unser Vater, auch noch einmal so. Und dann sagen sie, aber du bewegst dich auch wie er. Du hast den Habitus von ihm. Und da finde ich es dann doch interessant, weil man sagen würde, diese Habitusfragen können doch nur, weil man sich's abschaut, kann man die sich angewöhnen. Aber auch das wird, glaube ich, auf einem anderen Weg weitergeleitet. Also insofern bin ich froh, meinen Vater kennenzulernen zu haben, sonst hätte ich vieles über mich nicht begriffen. Oder wie Sie auch an einer anderen Stelle schreiben, gegen Nigeria ist kein Kraut gewachsen. Genau, man kann sich umgekehrt auch auf Nigeria verlassen, selbst wenn man manchmal die Erwartungen enttäuscht. Meine nigerianische Verwandtschaft steht immer da zur Seite und freut sich inniglich über jedes Lebenszeichen von mir. Die zweite Stelle aus dem Buch Das deutsche Krokodil, die Ijeoma Mangold jetzt lesen wird, setzt ein, als der längere Aufenthalt in Nigeria schon abgeschlossen ist und sie eigentlich fast alle Angebote ihres Vaters dementsprechend abgeschlagen haben und ihr Leben in Deutschland weitergeht. Genau, wobei das allerdings das einzige Kapitel ist, das eigentlich eher so reflektierender Natur ist und nicht von Handlung getrieben. So, jetzt haben wir vorher festgestellt, wo soll es weitergehen? Hier. Ah ja, genau. Ja, das ist jetzt, ich sage sonst immer gerne, mein Hauptehrgeiz war es, ein Buch zu schreiben, ohne Message, ohne Meinung. Das gilt jetzt vielleicht für die nächsten Seiten ausnahmsweise nicht so ganz. Ich hatte Deutschland nie als ein rassistisches Land empfunden, auch nicht als ein Land, das mich zurückstieß. Ich hatte mithin keinen Grund, eine Gegenidentität auszubilden. Ich war ein etwas exzentrischer Deutscher, ethnisch schillernd, kulturell aber umso mehr in der Wolle gefärbt. Als ich mit 15 das erste Mal die Meistersinger von Nürnberg sah, konnte ich über Hans Sachsens Verse auf der Festwiese nur zustimmend schmunzeln. Was deutsch und echt, wüsst keiner mehr, lebt's nicht in deutscher Meister eher. In jenen Jahren war das westdeutsche Bürgertum gerade dabei, in der Toskana den Hedonismus und die kulinarische Verfeinerung zu entdecken und konnte es kaum erwarten, den zu Hause gebliebenen Landsleuten ihr Barbarentum unter die Nase zu reiben. Dass wir aus römischer Sicht allesamt Barbaren waren, zählte allerdings auch zu den zentralen Glaubensgewissheiten des humanistischen Gymnasiums, wobei gründliche Latein- und Griechischkenntnisse zu einer Art innerweltlichen Erlösung führen konnten. In dieser Situation nahm ich nun gewissermaßen eine Marktlücke wahr, die für mich buchstäblich wie geschaffen war. Wenn die Deutschen sich so schwer taten mit ihrer Geschichte und ihrem Deutschsein und sich vor allem als gute Europäer sehen wollten, wer, wenn nicht ich, konnte ihnen dann erzählen, was deutsch und echt, ohne dass irgendjemand befürchten musste, von einem unverbesserlichen Rassisten eine Geschichtsstunde verpasst zu bekommen. Wo ich bin, ist Deutschland, hatte Thomas Mann im kalifornischen Exil gesagt. Und dieser Satz gefiel mir als Schüler, blasiert wie ich war, ganz ausgezeichnet. Mit ihm ließ ich spielen. Kein Wunder, dass die Leute schon bald zu mir sagten, du bist der Deutsche als jeder Deutsche. Die so sprachen, hielten mich für einen aus ihrer Sicht leicht zu erklärenden Fall von kompensatorischer Überidentifikation. Hier wollte jemand mit aller Macht dazugehören. Psychologische Erklärungen indes hatten mich noch nie überzeugt. Das wehrst du doch jetzt ab, mein Kind, pflegte Mama zu sagen. Ich grübelte über etwas anderes nach, über den Begriff Assimilation. War ich auf blauäugige Weise überassimiliert? Der Begriff spielte schon im Geschichtsunterricht mit Blick auf die angebliche deutsch-jüdische Kultursymbiose eine wichtige Rolle. Aus dieser Perspektive war die Assimilation als Sozialtechnik nicht gut angesehen. Ausgerechnet in Deutschland, dessen Juden am assimiliertesten waren, wurden die Nürnberger Rassengesetze verabschiedet. Dass die Juden dem Glauben ihrer Väter abgeschworen, das osteuropäische Städtel hinter sich gelassen, die deutsche Kultur nicht nur aufgesaugt, sondern überhaupt erst zur Darstellung gebracht, im Ersten Weltkrieg ihr Leben für Deutschland gelassen hatten, dass der Uraufführungsdirigent von Wagners Parsifal Jude gewesen war, das alles hatte ihnen nicht geholfen. Gustav Mahler, oh, sehr schön, dass ich diese Stelle in Wien vorlesen darf, Gustav Mahler musste dennoch zum Christentum konvertieren, um Chef der Wiener Staatsoper zu werden. Danach wurde er seines Lebens nicht mehr froh. Natürlich heiratete er, als wollte er sich auch gar nichts ersparen, eine markige Antisemitin, Alma Mahler-Werfel, die ihre kleinen jüdischen Ehemänner verspottete
und einzig die Tochter, für hübsch hielt, die sie mit dem Arier Walter Gropius gezeugt hatte. Aber traf der Begriff auf meinen Fall überhaupt zu? Assimilation meint doch, dass man etwas durch die eigene Herkunft Tradiertes ablegt, um sich dem kulturellen Code der Umwelt anzupassen. Ich hatte nichts mir Überliefertes, auf mich Gekommenes über Bord geworfen. Weil ich ohne Vater aufgewachsen war, gab es bei uns keine afrikanischen Einflüsse, von denen ich mich hätte loslösen können. Außer unser schwarzes Krokodil. Und dann, auf keinen Fall wollte ich einer sein, dem man es nie recht machen konnte, der in allem immer bloß Zeichen der Ausgrenzung erblickte. Ich kannte wahre Meister der Rassismus-Hermeneutik, vor deren Blick nichts sicher war und die mit der Selbstgewissheit der Beleidigten Diskriminierungen sahen, wohin sie nur schauten. Zwischen mir und solchen Leuten ging es nie lange gut. Erst war da die übliche Zugewandtheit, die freudige Offenheit, die sich fast jedes Mal einstellt, wenn sich zwei Menschen im Bewusstsein begegnen, nicht wie die restlichen Deutschen auszusehen, was natürlich verbindet und in der Regel zu guter Stimmung führt. Zu einem gewissen Chorgeist, so wie sich zwei Menschen blind verstehen, die dasselbe Internat besucht haben, nur zu verschiedenen Zeiten. Bei den Dauerbeleidigten hingegen war schnell klar, dass unsere Temperamente nicht harmonierten. Es war, als lebten wir auf verschiedenen Sternen. Ihre Miene war leidend und sie ließen an Deutschland kein gutes Haar. Egal, was ihnen widerfuhr, immer bezogen sie es auf ihre Hautfarbe. Dass ihnen aus anderen als rassistischen Gründen etwas verwehrt worden sein könnte, war für sie nicht vorstellbar. Ich wollte ihre Erfahrung nicht bestreiten. Jede Erfahrung stimmt. Aber insgeheim dachte ich, wenn du ein bisschen sympathischer wärst, wären die Leute auch netter zu dir. Es ist ohnehin nicht leicht, Fälle von Rassismus klar auszumachen. Im Zweifelsfall hat der Betroffene ein feineres Gespür dafür. Aber es kann nicht sein, dass die Macht, darüber zu entscheiden, ob etwas rassistisch ist oder nicht, allein beim Betroffenen liegt. Wenn man mich fragte, und die Deutschen hörten gerne solche Geschichten, ob mir Alltagsrassismus begegnet sei, und ich erzählte irgendeine Anekdote, die Xenophobie illustrierte, ein paar hatte ich schon auf Vorrat, merkte ich, dass meine Worte nicht als meine Einschätzung, sondern als Tatsache wahrgenommen wurden. Es gab eine kommunikative Asymmetrie. Niemand widersprach mir. Das kam sonst nie vor. Denn schließlich konnte man sich als Deutscher gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, rassistischen Behelligungen ausgesetzt zu sein. Ich hatte offenbar einen privilegierten Wahrheitszugang. Aber eine Diskurslage, in der die eine Seite bindend darüber entscheiden kann, was geltende Empirie ist, ist verkorkst. Wenn ich die Dinge entspannt sah, meinte das im Übrigen nicht, ich hätte mich für jemanden wie alle anderen gehalten. Immer wusste ich, was mich von den anderen unterschied. Immer war mir klar, dass es eine letzte Differenz gab, ein letztes Nicht-Dazugehören. Ich wollte nicht blauäugig sein. Meine dunkle Hautfarbe war zwar seit einiger Zeit dabei, eine im Ganzen unauffälligere Eigenschaft zu werden, aber aus reinem anthropologischem Pessimismus musste man damit rechnen, dass sie jederzeit als Diskriminierungsgrundlage reaktiviert werden konnte. Wenn es um den Nationalsozialismus ging, trieb mich die Frage um, wie es sein konnte, dass so viele Juden nach der Machtergreifung noch so lange in Deutschland geblieben waren, trotz aller Schikanierung und schrittweisen Entrechtungen. Warum hatten sie nicht früher begriffen, was auf sie zukam? Wie erkennt man den Zeitpunkt, an dem man seine Sachen packen muss? In jedem Fall, sagte ich mir, würde es helfen, wenn man sich nicht zu sehr auf das eigene Heimatland einließ, denn Liebe macht blind und eine letzte Reservatio Mentalis behielt, wenn man nicht zu viel an Goethe, Lessing und Heine dachte, sondern lieber genauer hinschaute, wer auf den Straßen den Ton angab. Nie sollte man sich mit kollektivem Geist gemein machen, um nicht später von Zurückweisung überrascht und enttäuscht zu werden. Zugleich hatte ich es mir immer verkniffen, gegen Ausländerfeindlichkeit zu sein. Ich hätte es lächerlich gefunden, aus moralischen Gründen gegen Ausländerfeindlichkeit zu sein, wo es doch offensichtlich war, dass ich ein persönliches Motiv, einen persönlichen Vorteil davon hatte, in einem möglichst wenig ausländerfeindlichen Land zu leben. Die für mich durchaus beruhigende Verurteilung von Ausländerfeindlichkeit ist etwas für Biodeutsche.
Der von einer realen oder gefühlten oder antizipierten Pogromstimmung potenziell Betroffene dagegen verurteilt diese nicht moralisch, sondern wägt kühl praktische Konsequenzen ab. Noch bleiben oder besser schon gehen? Ich war nie entrüstet über Ausländerfeindlichkeit. Sie ist eine anthropologische Konstante. Ich dachte bloß, gut wäre es, einen amerikanischen Zweitpass zu haben. Einfach für den Fall der Fälle. Ein auch nur flüchtiger Blick in die Weltgeschichte lehrt, dass man der Zivilisiertheit keines Staatsgebildes auf Dauer trauen sollte. Aber für konkrete Sorgen gab es keinen Anlass. Eher im Gegenteil, es wurde alles immer unkomplizierter. Und als ich erwachsen war, hatte ich das Gefühl, dass meine schwierigste Lebensphase hinter mir lag. Ich hatte mich einerseits an meine besonderen Lebensverhältnisse gewöhnt, hatte Routinen entwickelt im Umgang mit ihren Fairnessen und sah andererseits das Land um mich herum laufend heterogener werden. Ich fiel gar nicht mehr so auf. Wenn ich mich umschaute, musste ich zugeben, dass ich so einzigartig keineswegs mehr war. Noch als Jugendliche hatten mich Kinder mit staunenden Augen aus ihren Kinderwägen heraus betrachtet. In den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts verloren sie das Interesse an mir und der Blick aus dem Kinderwagen blieb nicht mehr an meinem Gesicht hängen. Weiterhin werfe ich jenen, die aussehen wie ich, gern komplizenhafte Blicke zu. Hey, Brother. Aber sie begreifen schon gar nichts mehr. In diesem letzten Abschnitt gehen Sie auch darauf ein, dass eine Erscheinung wie Sie keine Ausnahme mehr darstellt. Die Gesellschaft wird immer diverser. Was bedeutet denn das Ihrer Meinung nach für die Identität des Einzelnen? Und zwar sowohl für die Identität der autochthonen Bevölkerung als auch der Zuwanderer. Also ich glaube gar nicht, dass wir noch sinnvoll über so etwas wie autochthone Bevölkerung, bei Weinrebsorten leuchtet mir die Unterscheidung ein. Ich selber bin, würde mich auch als ein autochthoner Deutscher betrachten, weil doch das, was unser Bewusstsein und unsere Persönlichkeit und unsere Identität ausmacht, nicht das Blut ist, sondern die kulturelle Prägung. Gleichwohl ist natürlich nicht zu leugnen, dass Gesellschaften früher homogener waren, und zwar auch in einem ethnisch-äußerlichen Sinne. Interessant ist dabei, glaube ich, zu beobachten, dass deswegen auch eine bestimmte Form von Rassismus, der klassische Rassismus, den gibt es ja, der kann auch wiederkommen. Aber im Moment würde ich sagen, den klassischen Rassismus, der in Blutskategorien, also in echten Rassekategorien dachte, den gibt es ja gar nicht mehr. Selbst dort, wo wir ihn jemanden zum Beispiel unterstellen oder ihn zum Vorwurf machen, widerspricht derjenige. Was ja schon mal ein Anfang ist. Wie sagte Rochefoucauld, die Heuchelei ist die Verbeugung des Lasters vor der Tugend. Immerhin ein Rassist, der, keiner will Rassist sein. Vielleicht ist er es, aber er möchte es zumindest nicht sein. Das war vor 80 Jahren mit dem Antisemitismus sehr anders. Man wollte gerne sich überbieten und der überzeugteste und glühendste Antisemit sein. Heute will keiner mehr Rassist in diesem ursprünglich biologischen oder biologistischen Sinne sein. Der Rassismus heute hat, das ist auch keine große Erkenntnis, sondern es wird auch viel darüber geredet, hat sich ins Kulturelle gewendet, weg von der Hautfarbe hin gewissermaßen zur Prägung in den Köpfen. Die Angst wird heute davor hervorgerufen, dass Leute aus anderen Kulturkreisen nicht in der Lage seien, an sich zu halten, wenn sie eine Frau im Minirock sehen oder so. Das hat aber eigentlich nichts mit deren pechschwarzen Haaren zu tun, sondern mit dem unterstellten starken Einfluss ihrer religiös-kulturellen Prägung. Und das ist einfach, das ist eine andere Bühne. Auch auf der gibt es viele Verletzungen und viele Diskriminierungen und viele Hysterien. Aber es hat nichts mehr mit dem klassischen Rassismus zu tun, würde ich sagen. Das kann sich aber auch wieder ändern. Es wird ja auch immer wieder sehr viel diskutiert, wie viel Integration notwendig ist für ein gesellschaftliches Gelingen. Was denken Sie, ist Assimilation wichtiger für ein multikulturelles Nebeneinander oder ein gelebtes Diversitätsgefühl? Ich habe mit dem Begriff Diversität deswegen ein Problem, wie ich mit allen Begriffen, die irgendwann ubiquitär gebraucht werden,
das sind Wieselworte, ein Problem habe. Sie haben selber so etwas normativ Beglückendes und wer das Wort Diversity im Mund führt, ist immer schon auf der richtigen Seite. Ich glaube, Worte, die dafür sorgen, dass man immer schon auf der richtigen Seite ist, sind leere Worte. So, deswegen würde man mich jetzt nie in einem emphatischen Sinne ein Wort wie Diversity gebrauchen. Ich habe sogar einmal, das war vielleicht der einzige Artikel, den ich in der Konferenz vorgeschlagen habe und dann selber nicht geschrieben hatte, weil ich keinen Bock auf die Leserbriefe hatte. Ich hatte mal überlegt, ob ich nicht eine Glosse darüber schreibe, ob Diversity nicht genauso funktioniert als Projektionsbegriff wie früher der Begriff der Reinrassigkeit. Da gibt's ja das ließe sich ja ideologisch komplett symmetrisch konstruieren. Es ist genauso ein Phantasma wie die Reinrassigkeit, ist die Diversity ein Phantasma und gleichzeitig eine Norm, zu der man sich dann bekennt, weil man meint, auf der besten Seite zu stehen. Was anderes ist die Wirklichkeit in ihrer Vielgestaltigkeit, in ihrer Heterogenität. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Die haben wir und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Sie haben interessanterweise gerade so eine Opposition aufgemacht. Auf der einen Seite gewissermaßen das Feiern der Diversity und auf der anderen Seite der Integrationsbedarf. Jetzt schließt sich das ja gar nicht aus, sondern im Gegenteil. Das wird sich gegenseitig befruchten. Ich selber würde mal vorsichtig sagen, ich finde es toll, dass wir in den letzten 5, 6, 7 Jahren viel mehr darüber diskutieren als früher. Ich glaube, wir haben früher vieles auch ausgeblendet, was wir nicht wahrhaben wollten, sollte auch nicht sein und haben damit Chancen und politische Interventionen verpasst. Ich gehöre aber auch zu den Menschen, die glauben, worüber diskutiert wird. Der Grund, warum wir über bestimmte Sachen heftig diskutieren, ist, weil sie auch nicht so klar zu beantworten sind. Das heißt, Sie werden jetzt von mir keine Meinung dazu hören, sind Sie mehr für Diversity oder mehr für Integration. Nee, ich möchte noch mehr Beschreibungen, noch mehr Lebenswirklichkeit abgebildet sehen, damit wir uns diesen Fragen dann mehr nähern. Ich glaube, dass ich selber es unvernünftig finde, eine Position, die ich in sehr aufgeklärten urbanen Kreisen, kurz in meinem Freundeskreis, auch öfter höre, wonach Integrationsanforderungen Vergewaltigungen seien oder selber was Diskriminierendes haben, weil man die Eigenkultur des jeweiligen nicht achte. Das halte ich für eine absolut luxurierende Position, denn es ist vollständig klar, dass um an bestimmte Töpfe des allgemeinen Erfolges zu kommen, gibt es Zugangsschranken, die zum Beispiel über Sprache reguliert werden. Und es wären Verbrechen an all denen, die da mit einem Nachteil ins Leben starten, ihnen nicht zu ermöglichen, in dem Sinne integriert zu sein. Auf einer höheren Ebene Max Czollek, jüdisch-deutscher Lyriker, den ich als Lyriker auch sehr schätze und auch sonst sehr mag, der hat ein Buch jetzt gerade geschrieben, Desintegriert euch und dämonisiert gewissermaßen Integration als einen die Seele zermalmenden Integrations- oder Konformismusdruck. Das finde ich falsch. Auf der Ebene eines Lyrikers, klar muss ich Max Czollek jetzt nicht noch mehr integrieren. Verstehe ich, ich will mich auch nicht noch mehr, aber wir wissen doch alle, wenn wir über Integration reden, meinen wir viel basalere Anforderungen und über die müssen wir schon viel mehr nachdenken. Jetzt ist Kunst, Literatur, Musik, Bildung überhaupt ein Motor für Integration oder sind Eckpfeiler der Identität? Inwiefern, glauben Sie, ist das auch ein Motor für Integration? Also ist das etwas, was man anstreben kann, in einer Gesellschaft zu erfahren, mitzuspielen, ein Player zu sein? Ich würde auch da wieder annehmen, wie die meisten soziologischen Kategorien, sind sie zweischneidig. Ist die Kultur ein Moment der Integration? Sie ist sehr oft natürlich auch ein Moment der Exklusivität. Also Kultur wird ja ganz oft gespielt als Distinktionsmerkmal, als etwas, wozu andere dann gerade nicht dazugehören. Das gilt aber auch für Subkultur. Das gilt auch für Subkultur, absolut, ja. Ich kann nichts Geistreiches dazu sagen, aber es ist doch vollkommen klar, dass wir leben alle in unseren kulturellen Identitäten, weil wir auch alle irgendwie einen Moment von Geborgenheit haben und brauchen. Und wenn ich in ein Einwanderungsland wie Amerika schaue, dann ist dessen erfolgreiche Einwanderungsgeschichte, wenn wir sie als erfolgreich betrachten, ich finde schon, hat auch immer was damit zu tun, dass es eine tolle Balance gibt zwischen Aufrechterhalten der Kulturen aus den Herkunftsgesellschaften und einem Bekenntnis zu dem neuen gemeinsamen Staatswesen, das da entsteht. Und diese Balance ist immer wieder neu herzustellen
Und das ist für die deutsche Gesellschaft, ich weiß nicht, ob die österreichische aufgrund ihrer habsburgischen Vielvölkererfahrung da weiter ist, ich meine das gar nicht ironisch, vielleicht ist es so, das ist für die deutsche Gesellschaft eine neue Erfahrung, weil wir einfach historisch an sehr viel mehr Homogenität gewöhnt waren. Ein Blick auf die Uhr sagt mir jetzt, meine Damen und Herren, dass wir unsere Podiumsdiskussionszeit schon leicht überzogen haben. Ich möchte an dieser Stelle die Diskussion öffnen und bitte Sie, liebes Publikum, Ihre Fragen an den Herrn Mangold zu stellen. Es gehen zwei Damen mit Mikrofonen herum. Wer möchte denn beginnen? Und wenn wir das Licht dann im Saal etwas, damit ich die Gesichter sehe. Genau. Von uns aus gesehen links an der Wand meldet sich ein Herr zu Wort. Also mein Name ist Sergio Mares, danke fürs Herkommen. Ich hätte drei Fragen, ich versuche es ja kurz. Drei Fragen? Ja, aber sind ganz einfache. Also Sie waren auch beim Schweizer Rundfunk und da haben Sie auch über Identity Politics geredet und da ging es spezifisch um White Privilege und Systemic Racism. Und Ihre Antwort ließ mich vermuten, dass Sie vielleicht auf Intellektuelle wie Thomas Sowell gestoßen sind. Das ist ein Ökonom aus den USA, selber Schwarzamerikaner. Er unterrichtet in Harvard und er ist auch eher konservativ ökonomisch. Und da geht es ihm auch darum, dass er ist einer derjenigen, der sagt, it's not about culture or race, it's the culture stupid. Ich kam deswegen darauf, was Sie von den Igbos sprachen, und da ging es ja mal den Vorwurf des Systemic Racism dadurch abgelehnt, dass Sie gesagt haben, ich glaube 40% der Uni-Absolventen in den USA, die schwarz sind, sind Schwarze aus Afrika, meistens aus Nigeria oder Ghana oder aus Inselstaaten. Und das würde dem widersprechen, dass es halt diesen systematischen geheimen Unterdrückungsmechanismus gibt. Das so argumentiert Saul, aber Sie haben Saul scheinbar nicht gekannt. Also somit hat sich die Frage gelöst. Aber dieser Vorwurf des systemischen Rassismus, darauf will ich hinkommen, stürzt Migranten aus meiner Sicht, ich ja auch einer bin, in einen unfassbar selbstzerstörerischen Nihilismus, der quasi alles durch Verschwörungstheorie macht, quasi das System ist gegen mich, weil ich schwarz bin, und ich kann nichts schaffen, obwohl, wie Sie richtig hingedeutet haben, die Türen offen stehen, weil wir können ja in die Universitäten hingehen und das tun wir auch, nur berichtet man da nicht wirklich darüber. Die zweite Frage ist, die dritte lassen wir, Sie haben Thomas Mann immer wieder erwähnt, also ich bin selber seit 20 Jahren in Österreich und ich habe erst nach 15 Jahren habe ich mich selber zu Österreich dazu bekannt und sehe mich auch als Österreicher und das hat eigentlich durch die Literatur stattgefunden, also bei mir war es halt Hermann Hesse, dann Thomas Mann und dann ging es halt weiter mit anderen deutschsprachigen Schriftstellern. Ich wäre eigentlich durch Hugo von Hofmannsthal fast Österreicher geworden. Und meine Frage ist, in diesen ganzen Integrationsdebatte geht es immer darum, dass die Migranten sich quasi integrieren müssen und so weiter und so fort. Das musste ich auch und dagegen habe ich auch überhaupt nichts einzuwenden. Das war super. Aber ich denke, es geht auch darum, Interesse zu wecken an den jungen Jugendlichen für die deutsche Kultur im Sinne von Literatur und Kunst und auch wie fortschrittlich die mitteleuropäische Kultur ist. Im Gegensatz zu der rumänischen, würde ich sagen. Also ich sehe da unglaubliche Fortschritte, wo wir, wenn ich kollektiv sprechen kann, Schweizerischen Rundfunk haben Sie gemeint, Sie sehen nicht gerne, wenn Sie sich Leute als Repräsentanten sehen. Das tue ich nicht. Ich spreche jetzt für mich. Also ich denke schon, dass eine Dame war mal hier und sie hat gemeint, sie ist selber mit türkischstämmigem Hintergrund, sie hat gesagt, Integration für Frauen in Deutschland heißt auch Emanzipation. Und ich denke, dass das trifft eben den Nagel auf den Kopf, dass der Migrant wird immer als Opfer dargestellt in Medien. Wir müssen uns assimilieren und dabei verlieren wir irgendetwas, was man unsere Kultur nennt, was absurd ist aus meiner Sicht, weil man das nicht besitzen kann. Haben Sie noch eine Frage an den Herrn Mangold? Das ist die Frage, ja. Also würde die Integration leichter werden, wenn wir versuchen würden,
die Jugendlichen mit Migrationshintergrund für die Literatur zu begeistern, anstatt immer irgendetwas von Verhaltensnormen oder auf die Religion und so. Religion gehört ja auch zur Literatur. Die Religion gehört auch zur Literatur, ja. Ich hoffe, ernsthafte Theologen würden das anders sehen, aber wir leben alle im Zeitalter der Kunstreligion, ja. Lassen Sie mich so antworten. Bei der Fragestunde habe ich immer Angst, dass jemand empört aufsteht und sagt, Herr Mangold, Sie sind ein furchtbarer Schönfärber. Sagt man so? Schönfärber. Jetzt ist jemand aufgestanden, der sogar Sätze sagt, wo ich noch vorsichtig wäre. Aber ich finde Ihre Überlegung sehr, sehr denkenswert. Nämlich, was Sie über den Nihilismus sagen. Ich finde auch, wenn wir Leute, die zu sogenannten Minderheiten gehören, zu selbstverständlich auf eine Opfergeschichte abonnieren, machen wir für die was kaputt. Was Sie selber als Nihilismus angesprochen hatten, das leuchtet mir absolut ein. Ich würde auch unbedingt davor warnen. Die andere Seite Ihrer Frage, welche gewissermaßen positiven Anreize der Identifikation mit Literatur bieten wir, schaffen wir. Da bin ich jetzt selber, mir liegt alles pädagogisch immer so gar nicht. Deswegen, da kann ich jetzt nicht mit in das Horn blasen, aber das liegt nur an meiner pädagogischen Hartherzigkeit. Ich glaube, ich finde immer so, Literatur, entweder begeistert man sich dafür, dann wird man schon entdecken, was für irrsinnige Welten sich einem eröffnet. Wenn man sich nicht dafür begeistert, dann halt nicht. Ich will keinen Menschen zu irgendeiner Erlösung führen. Hier vorne ist ein Wortbeitrag, erste Reihe Mitte. Danke sehr. Vielen Dank für das Buch und für diese Momente, die Sie also uns miterleben haben lassen. Für mich, wie groß ist die Gefahr, jetzt in Ihrer Situation und viele ähnliche Ausländer, unter Anführungszeichen, die es geschafft haben, narzisstisch zu sein und anderen zu sagen, wenn ihr so fleißig seid wie ich, dann schafft ihr das. Wie groß ist die Gefahr von der autochthonischen Gesellschaft, auch mit Anführungszeichen, dass Leute wie Sie und die Erfolg haben, missbraucht werden und sagen, sie haben es geschafft, dann heißt das, die anderen sind faul und deswegen, sie gehören nicht dazu und sie können nicht aufsteigen. Ja. Die zweite Frage... Oh, die war schon sehr komplex. Ja, aber ja. Das Buch gibt das an und vor. Tut mir leid. Nicht jeder schafft das in einer Elitenfamilie, wie ich das jetzt also gehört habe, zugeboren. Auch Ihr Vater, der also Mediziner war und diese Ausbildung hatte. Welche Strategien? Sie haben am Anfang von Standardisierungsmaßnahmen gesprochen, die eine Gesellschaft braucht unbedingt, um zu funktionieren. Welche Strategien oder Methoden könnte es geben, in standardisierter Weise, damit Integration unter Anführungszeichen funktioniert? Die zweite Frage kann ich nicht beantworten, weil ich gar keine Ahnung habe von politischen Maßnahmen. Das ist nicht mein Geschäft. Ich betrachte mich als ein Gesellschaftsbeobachter, sowohl als Journalist wie als Buchautor. Was ich kann, ist zu versuchen, bestimmte Erfahrungen möglichst genau zu beschreiben und damit vielleicht auch mehr in den Blick zu bekommen, als man bisher wahrgenommen hat. Was daraus dann zu folgen hat an politischen Rezepten oder Programmen, keine Ahnung. Ich wüsste noch nicht mehr, wie man das eine aus dem anderen ableitet, aber ich glaube an eine funktional differenzierte Gesellschaft, in der wir alle sehr unterschiedliche Rollen übernehmen. Und meine Rolle ist nicht die, irgendwelche Forderungen zu stellen oder einen Banner zu tragen. Meine Rolle ist, wo ich brillieren möchte, ist in der Beschreibung von Lebenserfahrungen. Zum ersten Teil Ihrer Frage, was Sie angesprochen haben, damit wäre ich oft konfrontiert und zu Recht, also theoretisch zumindest zu Recht, dem Vorwurf, die deutsche Mehrheitsgesellschaft könnte Sie als nützlichen Idioten gewissermaßen nutzen, der Sie reinwäscht, als der Vorzeige Assimilierte, der allen den Persilschein ausstellt. Und der zweite Teil Ihrer ersten Frage lautete, ist die Gefahr nicht sehr groß, dass ich mich in narzisstischer Weise erhebe über die, die es schwieriger haben? Und da würde ich sagen, nein, Narzissmus ist immer ein großes Problem, von dem bin ich bestimmt nicht frei. Aber ich hoffe nicht in der Hinsicht, die Sie angesprochen haben. Im Gegenteil, ich glaube, darüber haben wir vorhin geredet. Ich glaube, wenn wir über Zugang
zu gesellschaftlicher Teilhabe, wie das heute immer heißt, reden, dann, und ich wiederhole mich ein bisschen, sind die Hemmnisse, die dem im Weg stehen, nicht ethnischer, sondern sozialer Natur. Ich würde mein Buch immer darin verteidigen, zu sagen, ich liebe die Soziologie. Ich lese deswegen auch gerne Gesellschaftsromane, die erzählen immer von nichts anderem als von der krassen Hierarchisierung der Gesellschaft, den krassen Regeln, nach denen man dazugehört und nach denen man nicht dazugehört. Und diese Mechanismen zu beschreiben, ich hoffe, das leistet mein Buch, das war der Ehrgeiz dieses Buches, zu sagen, die liegen woanders, die liegen nicht in erster Linie bei der Hautfarbe. Heute spricht man von Intersektionalismus, mir ist schon klar, beide Kategorien können verbunden sein, Klasse und Rasse können einen doppelt schwierigen Knoten bilden. Aber die Aussage zu sagen, also ich würde, völlig absurd, ich würde natürlich niemanden, der mit völlig anderen Startvoraussetzungen in dieses Leben getreten ist und genauso aussieht wie ich, vorwerfen, naja, hast dich halt nicht so gut angestrengt. Im Gegenteil, mir ist, manchmal sagen Leute, ja toll, wie sie integriert sind, wie weit sie es gebracht haben. Dann sage ich, das ist doch völlig absurd, ich habe es überhaupt nicht weit gebracht. Mein Vater ist Kinderchirurg und Chief in einem Dorf. Damit gesehen bin ich in meiner bürgerlichen Existenz ja eher schon, auch das ist jetzt ironisch gemeint, die Bildungsvoraussetzungen meiner Biografie waren vollkommen angenehm und es ist dann kein großes Kunststück, ein Abi zu machen und was zu studieren. Und das ist mir völlig bewusst. Gleichwohl jetzt noch mal etwas selbstbewusster im Sinne des Vorredners finde ich es gut, wo wir viel Migrationsliteratur haben, die nur davon handelt, wie stark man ausgegrenzt wird und wie stark White Privilege ist, auch mal die andere Geschichte, die andere Seite zu erzählen und zu sagen, nee, das ist nicht alles nur fatal, nee, das ist nicht alles nur, dass man vor Rassismus kaum mehr atmen kann. Und diese Erfahrung ist keine absolute Wahrheit, aber sie ist auch eine Seite des Lebens. Hinten in der Mitte war eine Frage. Mich würde interessieren, wann waren Sie zum ersten Mal in Afrika und hat diese Begegnung Ihren Erwartungen entsprochen oder war die Realität dann ganz anders? Könnten Sie da ein bisschen was erzählen dazu? Ich kenne Afrika, und damit meine ich jetzt Nigeria. Als Tourist war ich auch in anderen Ländern, aber ich kenne Afrika vermutlich weniger als jeder andere, der mal nach Nigeria gereist ist, und zwar aus dem einfachen Grunde, ich stand unter einem erheblichen psychischen Stress. Als Tourist können Sie sich bequem zurücklehnen und die ganze Bandbreite des Landes in den Blick nehmen. Als Sohn dieser Familie sind Sie permanent bestimmten Erwartungen ausgesetzt, die ruhige Beobachterposition, um es zurückhaltend zu sagen, ein wenig einschränkt. Außerdem ist der Blickwinkel auf die nigerianische Gesellschaft, den ich kennengelernt habe, ich war etwas über 2 Monate dort, ein sehr selektiver, weil es meine nigerianische Familie dort sehr gut geht und teilweise extrem gut geht. Das heißt, es ist auch eine Blase, wie wir heute von unseren Kommunikationsblasen sprechen. Ich kenne ein Oberschichts-Nigeria und über das habe ich manches gelernt. Und das war in der Tat völlig anders als das, was ich erwartet habe. Wenn ich das mit vielleicht so einem kleinen Detail als Erzählung ausschmücken darf, und Sie sehen schon, ich liebe immer mehr die Erzählungen als die Meinungen. Als Kind dachte ich immer, ah ja, so einen afrikanischen Vater zu haben, das ist auch sozial eine Schmach, weil man kommt ja ungerne aus armen Verhältnissen. Ich komme tatsächlich real aus finanziell armen Verhältnissen, auch wenn es kulturell ganz aufgeklärt war. Und ich weiß, dass meine Mutter manchmal sagte, Armut ist keine Schande. Und da war mir immer klar, wer den Satz sagt, dann da kann was nicht stimmen. Es wird vermutlich doch genauso sein. Und dann verband ich Afrika immer mit der sozialen Armut und komme nun nach Nigeria und lerne plötzlich einen Reichtum kennen, wie ich ihn bis dahin nie in Heidelberg erlebt habe und den man in Heidelberg auch gar nicht erleben kann, weil wir dann doch noch eine nivellierte Mittelklassegesellschaft sind. Mein Cousin Reginald
war damals Vorstandschef der größten nigerianischen Bank. Dann wohnten die 10 Tage in Lagos bei ihm in einem Palast mit einer Mauer, auf der 5 Wachsoldaten immer patrouillierten. Und das war eine komische, kontraintuitive Erfahrung. Ich dachte, ich kehre jetzt also in das Land, für das man immer Mitleid und Barmherzigkeit aufbrachte, weil es so arm ist, und lernte plötzlich einen ganz obszönen Reichtum kennen. Ja, ich habe Ihre Frage beantwortet. Es war anders, als ich erwartet hatte. Hier vorne, Mitte rechts, ist noch eine Frage. Ich habe auch keine Frage. Ich gehöre nicht zu denen, die darauf stolz sind, keinen Fernseher zu haben. Ganz im Gegenteil. Ich mache jetzt Werbung für das Fernsehen, speziell für Mangold im Literaturclub. Bitte versäumen Sie das nicht. Es ist am Sonntag Vormittag. Da gehen, ja. Aber nicht der Literaturclub, das Schweizer Fernsehen, sondern die Sendung Lesenswertes SWR. Ja, ja, danke, ja. Kommt drauf. Wenn schon Werbung, dann richtig. Ja. Es geht jedenfalls um eine Literatursendung, die ich allen ans Herz legen möchte. Dankeschön. Nach dieser kurzen Werbeeinschaltung gibt es noch Fragen? Ja, da hinten. Ja, ich will jetzt nicht die Spielverderberin spielen, weil Sie vorhin gesagt haben, Sie glauben eigentlich, dass es den Rassismus im eigentlichen Sinne wie in der Zwischenkriegszeit, wo es eben um Blut, um Herkunft, um Gene geht, so nicht mehr gibt. Wollte ich einen kurzen Einspruch anmelden. Habt ihr nicht irgendwie doch einen Paradigmenwechsel, gerade in der deutschen Debatte mit Thilo Sarrazin, stattgefunden, als er eben diese Aussterbensdebatte, die seit Jahren geführt wird, kurzgeschlossen mit abwegigen Überlegungen zur Genetik und so weiter? Und hat er nicht irgendwie mit diesem Text eigentlich das Tür und Tor geöffnet für die Debatten, die jetzt von der neuen Rechten weitergeführt werden? Und wir haben vorhin von diesem unsäglichen Plakat der AfD gesprochen, wo also eine hellhäutige, schwangere Frau abgebildet war mit dem Slogan »Neue Deutsche machen wir selbst«. Also, es stimmt zwar, dass sozusagen dieses Bekenntnis, ich bin ein Rassist, in der Form nicht mehr existiert wie zu Zeiten der NSDAP, aber kommt denn nicht irgendwie sozusagen im Windschatten dieser viel zitierten Migrationskrise auch so eine Sehnsucht nach dem eben Autochtonen, von dem Sie gesprochen haben, auch wieder hoch? Bestimmt kann man so sehen, zum Teil stimmt es. Auf jeden Fall würde ich auch sagen, bei Sarrazins Buch gibt es tatsächlich nochmal in einem klassischen Sinne einen Versuch, genetisch Milieus zu beschreiben. Trotzdem würde ich übergeordnet sagen, nein, die Angst, die heute den rechtspopulistischen Parteien Zulauf schafft, ist eine vor kultureller Überfremdung. Und ich will das Argument, das ich jetzt bringe, nicht überbewertet wissen. Es ist irgendein Argument. Es ist zumindest ein Hinweis. Es gibt die Bewegung Juden in der AfD. Es gibt einen Schwarzen in der AfD. Es gibt Leute mit türkischem Migrationshintergrund, die in der AfD sind. Das scheint mir zumindest, ich will es wie gesagt wirklich nicht überbewerten, aber es scheint mir zumindest ein Hinweis zu sein, dass die Xenophobie, die dort bedient wird, nicht mehr über die Hautfarbe, über das Blut geht. Zumindest nicht in erster Linie. Gibt es noch Fragen? Sehe ich da hinten eine Hand hochgehen? Wenn Sie sagen, dass Sie glauben, dass es nicht das der Grund ist, diese Xenophobie, welchen Grund vermuten Sie? Ja, kulturelle Überfremdung ist, glaube ich, das Schlagwort. Also, dass man Angst hat, dass bestimmte Werte, die man für die eigene Gesellschaft als wichtig erachtet wird, durch den Zuzug von Menschen aus anderen Kulturkreisen unterwandert und unterlaufen werden. Das wäre jedenfalls auch die offizielle Antwort, wenn man
ein AfDler fragen würde. Und ich nehme an, wenn man einen FPÖler fragen würde, würde er ähnlich antworten. Ich habe es nicht gehört, leider. Ja, genau, eben die Rettung des Abendlands arbeitet damit, vor der Islamisierung Europas zu warnen. Wir haben auch Islamisierung im Übrigen unter autochthonen Deutschen. Ja? Also die Angst, glaube ich, die am rechten Rand vor dem Islam ist, ist tatsächlich die vor einer fanatisierenden Ideologie und nicht die vor irgendeinem völkischen Gebilde, das dahinter steckt, würde ich annehmen. Das heißt nicht umgekehrt, dass die meisten, die vor Islamisierung waren, vermutlich auch gleichzeitig in einem altertümlichen Sinne auch xenophob sind. Aber ihre aktuelle Version, das Update, würde ich sagen, ist kulturalisiert. Der Herr Meuthen heißt jetzt der Vorsitzende der AfD, glaube ich. Oder was ist seine Position neben Herrn Gauland und Frau Wedel? Stuttgarter Ökonomieprofessor. Der sagt, wenn er in Stuttgart auf die Straße geht, erkennt er sein eigenes Land nicht mehr. In solchen Sätzen ist noch der alte Rassismus anwesend, der was mit den äußeren Phänotypen zu tun hat. Aber das ist nicht der zeitgemäße Rassismus. Aha, jetzt weiß ich. So ist man ja immer, mit extra so Sätze formulieren, die dann missverstanden werden können. Damit, und dann denken sie, haha, ihr habt nur nicht genau zugehört. Ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar, Sie beschreiben sehr viele Situationen von vertuschter Diskriminierung in Ihrem Buch oder auch, wo Sie bewahrt worden sind von Ihrer Mutter, auch von positiver Diskriminierung sind Sie betroffen, unter Anführungsstrichen. Also Sie wissen auch das Beste aus Ihrer Situation zu machen. Aber wie ist denn das Buch reicht ja jetzt nicht bis in die heutige Zeit oder nicht ganz. Wie hat denn die Omnipräsenz oder sagen wir so die Zugänglichkeit des Internet die Reaktion vor allem der Öffentlichkeit auf Ihre Person und auch auf Ihre Integrität als Autor verändert? Oder hat sie das überhaupt? Sind Sie, ganz einfach formuliert, durch das Internet größeren und auch vielleicht auch rassistisch motivierten Angriffen ausgeliefert als davor? Ja. Okay. Leute schreiben keinen Brief, um zu sagen, gehen Sie zurück in den Dschungel, aus dem Sie kommen. Aber so ein Online-Kommentar, da schreiben Sie es schon öfter mal rein. Nee, in der Tat, so seit 5, 6 Jahren. Man bekommt natürlich auch dadurch überhaupt erst mit, was vermutlich immer völlig normal war. Es hat einen nur nicht erreicht. Und dann ist man schon auch so ein bisschen baff. Das gibt es total, natürlich. Und ich weiß, das erste Mal damit düstere Erfahrung machte ich, als ich dieses widerliche Buch von Akif Pirinci, dessen Titel ich jetzt tatsächlich vergessen habe, irgendwie über die Verschwulung Deutschlands oder so heißt es, glaube ich, in der Zeit besprochen hatte. Das war natürlich ein Verriss, ein krachender Verriss. Das ist auch ein ganz ein Gossenbuch. Und da bekam ich, das wird dann heute aber auch getriggert, weil die entsprechenden Communities schließen sich zusammen und sagen, lest diesen Artikel, reagiert darauf, dem machen wir jetzt die Hölle heiß. Und dann gab es Berge von Online-E-Mails und da wurde die gesamte Palette, jetzt gehe ich auch noch einmal zu dieser vermutlich zu dieser Streitfrage, die wir jetzt öfter hatten, zurück. Sie ist offensichtlich berechtigt, dass man darüber streitet. Da kam auch die ganze alte Palette des klassischen Rassismus vollkommen. Also Leute, die dann Fotos von mir schauten und feststellten, jetzt trägt er Rasterlocken, früher hat er kurze Haare getragen, dem ist er nun schon gar nicht zu trauen, der tritt in völlig verschiedene, oder jemand anderer sagte, lassen Sie sich übrigens von ihm nicht täuschen, der ist gefotoshoppt, in Wahrheit ist sein Vater aus Nigeria. Und Akif Pirinci sagte selber, es stand dann in der FAZ, auf einer Lesung, also auch jenseits des Internets, sagte, der Mangold soll zurückkommen, wo er herkommt, in den Busch. Und das waren für mich tatsächlich neue Erfahrungen. Und ich würde insgesamt sagen, dass der Tonfall in den letzten 7, 8 Jahren sich schon verschärft hat. Ich glaube aber, er hat sich zumindest mit Blick auf Deutschland normalisiert. Wir waren quasi der Schock durch die Taten des Dritten Reichs, der ebbt einfach ab und der hat uns lange zivilisiert. Und deswegen war lange Zeit klar, dass man bestimmte hässliche Sachen zwar so
in seinem Herzen bewegte, aber sie nicht laut sagte. Und das hat sich geändert. Man kann jetzt hässliche Sachen laut sagen, weil man weiß, man ist dann seinerseits in einer Community aufgehoben, die zwar irgendwie noch am Rand ist, aber die doch eine Community ist. So. Also die Beißhemmung der Scham ist nicht mehr oder ist aufgehoben. Ja. Hier ist noch eine Frage. Danke. Ich will zurück zu der Rolle der Mutter in ihrem Integrationsprozess oder Assimilationsprozess. Wäre es das Gleiche geworden, wenn sie nur mit dem Vater? Ich frage es nur, weil ich sehe, dass die Mütter, die aus dem Migrationshintergrund hier sind, haben einen Fuß hier und einen Fuß in der Heimat. Und sie versuchen, dieser Balanceakt für die Kinder zu finden. Absolut. Aber die Väter wären gerne mit den zwei Beinen dort und auf die Kinder hier, was für Wirkungen auf die Kinder hat auch. Und deswegen würde ich Sie fragen, wäre es anders, als wenn Sie nur mit dem Vater so aufgezogen werden? Jetzt ist, wenn ich Sie richtig verstehe, das finde ich interessant, Sie würden sagen, den Müttern eine höhere bikulturelle Kompetenz zutrauen als den Vätern. Das ist interessant, kann ich mir gut vorstellen, weil das weibliche Geschlecht ja generell als sozial kompetenter gilt und beweglicher ist und sich schneller neuen Umständen anpassen kann. In meinem Fall ist die Frage nach der Umkehrung nicht so ganz, da geht die Rechnung nicht so ganz auf, weil meine Mutter war ja jetzt nicht jemand, der quasi zwei Kulturen präsent hielt, denn die afrikanische kannte sie ja gar nicht. Meine Mutter hat mich ja einfach ganz normal am Weihnachtsbaum die Lichter brennen aufgezogen. Wäre ich mit meinem nigerianischen Vater in Deutschland aufgewachsen, dann wäre es tatsächlich etwas anderes. Dann hätte ich natürlich auch eine letzte Geschichte. Als ich in der 12. oder 13. Klasse am Gymnasium gab es in Heidelberg genau einen anderen Menschen, der aussah wie ich. Das war Kofi. Der hatte super Ruf, war wahnsinnig intelligent und charmant und gut aussehend und hatte tolle Standing unter den Schülern. Der war nicht an meiner Schule, sondern an einer anderen Schule. Ich lernte ihn irgendwann kennen und er kam auf mich zu und sagte, sein Vater kam aus Ghana. Aber er ist mit seinem Vater in Heidelberg aufgewachsen. Und Kofi kam auf mich zu und meinte, er habe so eine Gruppe von Afrodeutschen gegründet, ob ich da nicht mitmachen wolle. Und ich fiel aus allen Wolken. Ich hatte den Begriff Afrodeutsche noch nie gehört. Ich wusste nicht, was ich dabei anfangen sollte. Ich fand ihn geradezu bedrohlich, weil ich hatte doch immer alles dafür getan, Deutscher zu sein. Und jetzt sollte ich plötzlich Afrodeutscher sein. Das schien mir eine Bedrohung gewissermaßen meiner gesellschaftlichen Position zu sein. Im Nachhinein ist mir schon klar, warum Kofi und ich, der im Übrigen danach ein sehr erfolgreicher Hip-Hopper wurde, heute ist er Linguistikprofessor in Hongkong, aber der war Mitgründer von Advanced Chemistry, eine der frühesten deutschen Hip-Hop-Bands, die berühmt wurden 1991 mit dem sehr intelligent gemachten Lied Fremd im eigenen Land. Und wenn ich mir diesen Titel nochmal Revue passieren lasse, Fremd im eigenen Land, geht mir auf, ja, so habe ich mich halt nie gefühlt. Ich habe mich nie fremd im eigenen Land gefühlt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte mit der Geschichte. Ach so, genau. Und natürlich hat Kofi ein viel innigeres Verhältnis zu allem Afrikanischen und kann es auch offensiv verteidigen und darüber Geschichten erzählen, weil er mit seinem Vater aufgewachsen ist. Das heißt, er hat eine affektive, emotionale Bindung zu Afrika. Die hatte ich nicht, trotz aller Versuche meiner Mutter, aber das musste ja im Künstlichen verbleiben. Das heißt, wäre ich mit meinem Vater hier aufgewachsen, hätte ich eine bikulturellere Biografie, als ich sie faktisch hatte. Zwei Wortmeldungen noch, rechts außen die Dame und dann noch einmal der Herr vorne in der Mitte. Ich wollte eine Frage zum Thema Bikulturalität stellen. Und zwar, Sie haben ja gemeint, ab dem Alter von 22 bis ungefähr 32 sind Sie mit den Erwartungshaltungen von Ihrem Vater konfrontiert worden. Mich würde dazu interessieren, wie sind Sie damit umgegangen? Wie war das für Sie, das zu ertragen sozusagen, dass Ihr Vater sich plötzlich meldet und dann gewisse Dinge von Ihnen verlangt, die vielleicht gar nicht zu Ihnen passen? Ja. Welche Kraft, also woher haben Sie sich die Kraft genommen, sozusagen zu widerstehen oder Ihren eigenen Weg weiterzugehen? Das weiß ich auch nicht. Es ist auch da sehr schwer, sich selber zu beobachten. Ich höre manchmal von anderen, dass ich doch recht gut Nein sagen kann. Mag so sein. Meine Reaktion war, Sie wollen als Sohn, auch wenn Sie Ihren Vater kaum kennen, ich mag meinen Vater ja sehr,
Außerdem war ich ehrlich gesagt auch von Anfang an relativ stolz, dass ich ihn kennengelernt hatte, weil ich ihn so eindrucksvoll fand. Da dachte ich mir, eigentlich bin ich gern der Sohn dieses Vaters. Ich wollte ihn also auch auf keinen Fall irgendwie vorsätzlich verletzen. Aber ich wusste umgekehrt auch, dass ich seinen Erwartungen nicht gerecht werde. Also was macht man in so einer Situation? Ja, man laviert so diplomatisch. Man sagt nie, man weist Angebote nie ganz zurück, aber schiebt es immer auf die lange Bank. Von Anfang an war das Problem, wann kommst du das nächste Mal nach Nigeria? Ja, dann sage ich, na, geht nicht, nächstes Jahr studiere ich in Italien, in Bologna, das kann ich jetzt nicht verschieben. So, und dann geht es nicht, weil ich jetzt das erste Praktikum habe, dann geht es nicht, weil ich meine erste Stelle bei der Berliner Zeitung habe, den nächsten Sommer bin ich bei der Süddeutschen, jetzt kann ich nicht gleich schon wieder. So, sie vertrösten die Leute, haben selber ein schlechtes Gewissen, aber sagen ihnen auch nicht die Wahrheit ins Gesicht, weil sie das Gefühl haben, das wäre zu verletzend. Davon bin ich bis heute immer noch nicht so ganz frei. Ich will wahnsinnig gerne jetzt wieder zurück nach Nigeria. Meine Schwestern warten auch inniglich darauf. Und wir telefonieren alle 3 Monate über die Frage, wann ich denn nun endlich käme. Und dann dachte ich jetzt dieses Jahr, jetzt nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr sei es soweit, weil das Goethe-Institut mich nach Lagos einladen wollte. Ja, super, dann ist das so ein Paket. Jetzt melden die sich aber gerade wieder nicht, jetzt muss ich meiner Schwester schon wieder erklären, weißt du, jetzt laden die mich wohl doch nicht ein, mal schauen, wann ich es dann schaffe. So, wie alles Menschliche, klein, klein, es gibt keine grundsätzliche Antwort. Im Nachhinein wäre ich gerne etwas beweglicher gewesen, aber das habe ich nicht hingekriegt. Obwohl meine Mutter, das ist interessant, für meine Mutter war das Wiederauftauchen meines Vaters die glänzende Bestätigung all dessen, was sie immer über ihn gesagt hat. Siehst du, so einen tollen Vater hast du, habe ich nie so viel versprochen, jetzt ist er da. Das heißt, meine Mutter war immer wahnsinnig hinterher, so Weihnachten hast du eigentlich schon nach Nigeria geschrieben und so. Die stupste mich immer und ich wusste schon auch, dass man welche Erwartungen es an Söhne gibt und die wollte ich auch nicht komplett unterlaufen. Ambivalenz, ja. Eine abschließende Frage noch vorne in der Mitte. Danke, dass ich noch einmal fragen darf. Sie haben mit dem angefangen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, was sollen denn die anderen denken? Und nicht jeder hat die Mutter, die Psychoanalytikerin war. Und diese Schutzrolle, die sehr gut gemeistert hat. Die meisten Eltern mit Migrationshintergrund oder die Migrationsmenschen hier sind anfälliger für Befremdung oder dass sie als Ausländer behandelt werden. Wie können diese Eltern, die nicht einmal selbst geschützt sind, diesen Schutz gewähren? Ich glaube, in den Fällen ist es eher umgekehrt. Da sind die Kinder die Eltern oft schützen. Das ist meine Erfahrung, wenn ich mit vielen Leuten aus Familien mit Migrationshintergrund rede. Weil die Kinder sind natürlich viel beweglicher in der neuen Gesellschaft, weil sie mit ihr aufgewachsen sind und kompensieren dann permanent das Fremdeln der Eltern oder mangelnde Sprachkompetenz der Eltern. Also ich glaube, in vielen dieser Familien sind die Kinder eigentlich die Schützenden. Ja, kann ich Ihnen auch nicht, weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht beantworten, ne. Herr Mangold, Sie sind uns heute zu sehr, sehr vielen Themen Frage und Antwort gestanden. Ich möchte diesen Abend an dieser Stelle beschließen. Vielen, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, dass Sie uns anhand Ihres Buches und auch jetzt im persönlichen Gespräch so sehr an Ihrer Geschichte und an Ihren Ansichten teilhaben lassen. Vielen Dank auch an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie diesen Abend mit uns verbracht haben. Haben Sie noch eine schöne Zeit und kommen Sie gut nach Hause und kommen Sie bitte zu den nächsten Veranstaltungen des Österreichischen Integrationsfonds. Auf Wiedersehen. Vielen Dank Ihnen auch.